Welche Auswirkungen hat ein Transparenzgesetz in Bayern für eine eventuell verhasste Studierendenschaft? Extra aussuchen, aber dann mir nicht mehr auf die Schule steigen. Alter, das ist ja auch schon eher gering, da die Ausgaben einer VS normal ist. Verfasste Studierendenschaft ist es eine Körperschaft und damit ist es unter fällt es dann unter beispielsweise auch in das Transparenzgesetz, so wie es bisher gedacht ist, muss auch der Rundfunk etc. pp. Muss alles. Ergo, das Transparenzgesetz hätte ungefähr null Auswirkungen. Warum ich nicht? Aber auch bei anderen. Ich bin heute keine, als ich mit dem Auto vorgefahren bin, mit zwei Kästen holen wollte. Es gibt durchaus dann Gruppierungen, die damit eher Probleme haben. Es gibt ja auch durchaus so Aschen. Streichels? Ja? Liebzeit? Als hier in München. Draufsetzen. Weiter hinten und die Füße runter. Weniger eigentlich. Genau. Dann hat sich das seit meiner Zeit schon mal sehr geändert. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was das ist. Wenn du zumindest mal alle Wörter da drin zuordnen kannst, bist du hochschulpolitisch schon drin. Einkommen setzen muss ich jetzt. Ja, freut mich, dass ihr alle gekommen seid. Ich darf euch herzlich zur Aufstellungsversammlung für die Landtagswahl 2013 im Stimmkreis 105 begrüßen und eröffne hiermit die Versammlung. Zunächst die Frage, ist irgendjemand der Meinung, dass irgendjemand zu Unrecht akkreditiert wurde oder dass irgendjemand nicht akkreditiert wurde, der akkreditiert hätte werden sollen? Sprich, haben alle zu Recht ihre Stimmkarten? Gut, ich sehe, es gibt keinen Einspruch. Wir brauchen einen Versammlungsleiter. Irgendjemand hat mich vorgeschlagen, seid ihr einverstanden? Die grünen Karten bitte. Okay, Gegenstimmen? Danke für euer Vertrauen. Geschäftsordnung und Wahlordnung wurden vorab veröffentlicht, seid ihr einverstanden damit? Dann haben wir eine Geschäftsordnung und eine Wahlordnung. Die Öffentlichkeit ist nach Geschäftsordnung zugelassen. Wir streamen zusätzlich. Gibt es hierzu Einwände? Ich sehe das nicht der Fall. Dann brauchen wir noch einen Wahlleiter. Ich schlage Markus vor. Es besteht hier mit Einverständnis? Gegenstimmen? Also ich traue das absolut zu, aber ist stimmberechtigt? Gibt es da ein Problem, dass ein Stimmberechtigter selber Wahl macht? Rechtlich nicht. Für die Frage. Solange nicht kandidiert, ist kein Problem. Stimmt, als Wahlleiter nicht, aber jetzt kriegt er gleich ein Problem, weil ich schlage auch als Protokollführer vor. Seid ihr einverstanden mit Markus als Protokollanten? Gegenstimmen? Notiert zu einer Gegenstimme. Sie ist halt einverstanden. So, machen wir es diesmal andersrum. Er kann sein Amt ja auch ablehnen. Er könnte aber, er kann theoretisch. Ja, wenn er gestimmt hat, ist das, sollte man ihn wenigstens fragen. Gut, ich frage da. Um den Einwand Genüge zu tun, Markus, bist du einverstanden als Protokollant? Nein. Danke, wir haben einen Protokollanten, Markus hat zwei Jobs. Wir benötigen zwei Zeugen, die idealerweise aus der Versammlung kommen, sprich stimmberechtigt sind und nicht kandidieren. Tine? Und du? Okay. Also ihr müsst an Eidelstadt versichern, dass die Versammlung den Ansprüchen des Bayerischen Wahlgesetzes entsprochen hat, dass in geheimer und gleicher Wahl gewählt wurde. Gut, wir benötigen
Also Tine und, ich weiß nicht, wie heißt du? Tobi. Tobi, okay. Dann benötigen wir einen Wahlhelfer. Gabi, seid ihr mit Gabi einverstanden? Gut. Vielleicht zwei Wahlhelfers. In dem Fall nur, weil Markus auch Stimmberechtigt ist, deswegen da. Ach so. Okay. Ist klar. Ich schaue hier die Stunde. Mhm. Okay. Wir würden gerne die Redezeit für die Vorstellung der Kandidaten begrenzen auf 10 Minuten. Mit einer Empfehlung, sich etwas kürzer zu fassen, möglicherweise 3 bis 5 Minuten. Soll niemand abhalten, mehr zu erzählen, wenn er aber viel zu erzählen hat. Seid ihr einverstanden mit 10 Minuten Redezeitbegrenzung? Gegenstimmen? Sehe das nicht der Fall? Dann haben wir eine Redezeitbegrenzung von 10 Minuten. Ja, dann bitte ich die Kandidaten zu mir zu kommen. Wenn man kandidieren möchte, jetzt ist es soweit. Eins, zwei, drei. Zur Erklärung, um die Reihenfolge der Vorstellung. Wurden noch immer nicht vorgeschlagen, ich glaube langsam. Ach so, was? Ich schlage vor. Wen stellst du alles vor? Alle einen Vorschlag haben. Okay. Hauptsache Wahl. Vorschlag. Wahl kommt durch Auswahl. Ich wollte es eigentlich. Gut. Das ist ja dann. Lass mich auch gerne von jemandem vorschlagen. Der gnädige Alex hat vorgeschlagen. Also, das ist Bob und Michael, gell? Sind nicht aus dem Stimmkreis, mussten vorgeschlagen worden, wurden von Alex vorgeschlagen. Bei der Gnade von Alex. Um die Reihenfolge der Kandidaten festzulegen, ziehen wir es Körbelsteine. Wer im Alphabet vorne ist, spricht zuerst. Ob ich niemand, der den Dienst Körbelsteine ab. Geht mal ein bisschen weiter ins Stream rein, man sieht euch nicht. Ja, links an der Wand hinstellen ist gemeint. Was ist weiter? So. Du bist auf jeden Fall von mir. Aha. Aha. Und A? Bist du dann? Alpha. Ja. A, du bist vorne. Alles? S. S, okay. Michael, Florian, Arnold. Dann darf ich euch bitten, euch vorzustellen. Bitte? Ja. Ahoi, Piraten. Mein Name ist Michael Nicolai. Ihr kennt mich wahrscheinlich teilweise zum größten Teil als Froschkönig 84. Ich bin 28 Jahre alt, komme ursprünglich aus Thüringen, habe dann einige Zeit in der Nähe von Berlin gewohnt und wohne jetzt seit 20 Jahren in München. Ursprünglich in Sendling und jetzt seit 3 Jahren in Bogenhausen, also nicht in Mosach. Ich bin vom Beruf Programmierer. Ich bin Pirat oder interessiert an einer Piratschaft seit November letzten Jahres. Also noch relativ jung bei den Piraten. Bin dann auch seit Februar, März etwa auf dem Papierpirat geworden. Hab mich zu den Piraten besonnen oder gefunden, weil ich einfach im Internet sehr interessante Themen gefunden hatte. Das war in erster Linie ACTA und Co. Genau. Warum kandidiere ich heute hier und nicht in Bogenhausen zum Beispiel? Also in Bogenhausen kandidiere ich aus dem Grund nicht, weil ich einfach die Rebecca sehr, sehr toll finde. Also sie hat einfach die richtigen Argumente gebracht und ich wollte da auch nicht irgendwie als Gegenstimme da irgendwie was kaputt machen und ich finde das auch sehr gut, dass sie das auch geschafft hat. Sendling hätte ich gerne gemacht, habe aber dummerweise aus 2 Tage zuvor erfahren, das war ja der erste Stimmkreis, dass man sich überhaupt aufstellen lassen kann. Beziehungsweise vorschlagen lassen kann. Das wusste ich leider nicht vorher. War also quasi zu dem Zeitpunkt gar nicht vorbereitet. Und dann kam halt noch Mosach in Frage, einfach weil ich eine Weile in Mosach gearbeitet habe. Ich habe auch einige Freunde in Neuhausen, Nymphenburg. Meine Freundin kommt aus Leim, also auch 102. Genau. Genau. Meine Gegenkandidaten, also ich finde es zum nächsten Mal total mutig, dass du dich heute nochmal traust.
Obwohl ich heute hier... Nein. Ich fände es aus dem Grund sehr interessant, weil wir beide ja uns keine obligatorische Eigenstimme geben können. Und ich glaube, das wird auch ganz interessant, weil wir uns dann mächtig ins Zeug legen müssen, um euch zu überzeugen. Ich werde ganz kurz ein paar Dinge zu meinen persönlichen Thesen sagen. Also ich hab zwei Grundthesen oder Hauptthesen, die ich vertrete als Pirat. Das ist zum einen die Transparenz, das heißt die Geschichten um die Offenlegung der Nebeneinkünfte sowie Tätigkeitsberichte, als auch politische Entscheidungen wie zum Beispiel das Veröffentlichen von infrastrukturellen Bauvorhaben, dass halt niemand irgendwie nur für zwei Tage oder dass halt eben nur für zwei Tage irgendwelche S-Bahn-Baupläne ausgelegt werden. Finde ich persönlich ziemlich dumm, dass das so gemacht wird. Auch die ganzen Geschichten um die Infrastruktur wie Stadtring, also Mittlerer Ring und so weiter, das hätte man alles, oder das würde ich ganz gerne alles ein bisschen anders sehen oder lösen. Es gibt diverse Ausschüsse, die das auch zum Teil zumindest im Landtag auch erlauben oder zumindest dafür verantwortlich sind. Genau, und zum guten Schluss, um das wirklich auch ganz kurz zu halten, ich bin unglaublich begeistert von der Basiskompetenz. Ich glaube, wir haben bei den Piraten etwas geschafft, was viele Parteien nicht geschafft haben. Wir haben nicht einfach nur irgendwelche Laien bei uns in der Basis, wir haben wirklich teilweise sehr kompetente Menschen. Ich würde sogar sagen Experten, ich meine, jeder von uns kennt den Andi Witte und noch einige andere, die einfach toll sind. Und ich würde mich auch gerne, falls ich dann tatsächlich die Möglichkeit habe, heute aufgestellt zu werden, auch bei solchen Leuten dann entsprechend informieren. Ich bin sehr auch an der Kommunikation zwischen Basis und gegebenenfalls eben Mandatsträger, also wenn ich das schaffe, interessiert. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, generell eine sehr bürgernahe Politik zu führen, unter anderem auch Möglichkeiten zu nutzen, die das Internet bietet. Das können wir als ich sage jetzt mal ganz fies, Internetpartei sehr wohl ganz gut realisieren. Ich hatte mich mit dem Florian Breik neulich schon unterhalten, über diverse Tools. Hab die jetzt auch alle mal übers Wochenende ausprobiert, die einfach die Möglichkeit bieten zu kommunizieren, also auch, dass der normale Wähler oder das Volk, das gemeine Volk, in der Lage sein kann, auch mit entsprechenden Mandatsträgern zu sprechen und auch diverse Themen vorzuschlagen, Meinungsbilder zu setzen und so weiter. Ich hoffe, zunächst einmal danke ich, dass ihr mich heute hier vorgeschlagen habt. Ich hoffe, dass ihr mir noch ganz viele Fragen stellt oder uns ganz viele Fragen stellt. Ich habe jetzt absichtlich mal nicht so viel gesagt zu den Geschichten, was weiß ich, politische Vorgeschichte, Ausschüsse, Wahlkampfthemen etc. Das könnt ihr alles fragen und ich sage vielen Dank. Ja, servus. Hunger noch was zu trinken? Ja, die 10 Minuten brauche ich, glaube ich, nicht. Also servus, mein Name ist Florian Deißenrieder. Ein paar Leute, die jetzt hier sitzen, kennen mich schon, und zwar ganz konkret, weil ich am Samstag schon mal hier stand und schon mal eine Rede gehalten habe, und zwar im Stimmkreis 104. Ich muss jetzt auch gleich noch dazu sagen, ich wurde sogar am Samstag gefragt, was ich mache, wenn ich nicht gewählt werde. Und ich habe am Samstag klar gesagt, dann werde ich nicht nochmal antreten. Jetzt stehe ich hier. Das heißt, ich habe mein erstes Wahlversprechen schon gebrochen und habe jetzt muss den Rest der Rede versuchen, dieses Manko wieder wettzumachen bei euch. Warum ich antrete, ist, die Leute, die es wissen, die da waren, wissen es, der Ablauf der Stimmkreisversammlung am Samstag war unglücklich, für mich im Speziellen. Ich in der Stichwahl habe ich per Los und wurde in der Stichwahl per Los bin ich unterlegen.
Danach habe ich von sehr vielen Leuten positiven Zuspruch bekommen, die gesagt haben, dass sie es enorm schade finden, dass ich nicht Direktkandidat in Milbertshofen geworden bin, ob ich nicht doch nochmal antreten möchte. Ich fand, das hat mich sehr gefreut, dass es Leute gibt, die mir dieses Amt zutrauen und mich gebeten haben, nochmal anzutreten. Deswegen stehe ich jetzt heute hier, und auch wenn das jetzt ein bisschen pathetisch klingt oder so, dass meine Kandidatur heute ist einfach als Angebot zu verstehen an euch als Basis in diesem Stimmkreis, das als Angebot, dass ich meine Zeit und meine Energie gerne auch in diesem Stimmkreis als Direktkandidat einbringen würde. Warum jetzt in diesem Stimmkreis, jetzt nicht einfach nur, weil das der nächste Termin war, der zwei Tage später stattfand, sondern ich wohne in Neuhausen. Neuhausen ist aufgeteilt zwischen den Stimmkreisen. Zu Mosach gehören die Bezirke, glaube ich, 921 bis 929, also die Stadtteile sind nochmal in Unterbezirke aufgegliedert. Ich wohne in Stimmbezirk 39. Das heißt letztendlich, wenn ich einmal über die Straße gehe, bin ich in dem Stimmkreis, und ich finde es prinzipiell wichtig, dass ich dann nach der Arbeit oder wie auch immer relativ schnell halt vor Ort bin und vor Ort Wahlkampf machen kann. Um die Leute, die mich jetzt am Samstag schon gehört haben, ja, nicht zu langweilen, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, auf die Mailingliste und auf Twitter habe ich zumindest auch meine Vorstellung von Samstag verteilt. Vielleicht hat es der eine oder andere gesehen, will ich diesmal ein bisschen was anderes erzählen. Und zwar fange ich mal mit Kernthemen an. Ich bin ein Neupirat der dritten Generation, sprich beigetreten in Berlin. Ich will so ein bisschen jetzt sagen, was ist mein Bezug eigentlich zu den Gründungsgedanken der Piratenpartei. Nach dem Abi hatte ich meine Informatikzulassung für an der TU München bereits in der Tasche. Aus Gründen ist es Medizin geworden, bin inzwischen auch sehr glücklich damit, aber ich kann schon, das ist so ein bisschen, ich bin nicht wirklich stolz drauf, aber ich war als Jugendlicher zumindest ein Nerd, in dem Sinn, dass ich mehr mit Computer gespielt habe als mit Frauen, und zum Hacker hat es nicht gereicht. Ja, ich war eher so ein Skript-Kitty, das auf offenen FTP-Servern irgendwas hin und her geschoben hat, aber ich sag mal, seit 12 Jahren verwende ich ausschließlich Unix-Linux-Systeme auf meinem Rechner. Und ich denke, dass ich Themen wie offene Standards oder auch Urheberrecht durchaus gut und würdig vertreten kann. Einzig bei Killerspielen, muss ich sagen, kann ich noch nie was mit anfangen. Ich bin eher so der Rollenspieltyp, aber gut. Was ein weiteres Thema, innere Sicherheit, Bürgerrechte. Auch da will ich eine kleine Anekdote erzählen. Aufgewachsen bin ich in einem sehr kleinen Dorf auf der Schwäbischen Alb, also sehr behütet. Bin dann nach Hamburg gezogen, weiß noch, war irgendwie die relativ am Anfang war eine Demo. Ich bin da hingegangen, weil ich mich für alles interessiere, habe mir den Infostand, die Flyer angeschaut, die ausgelegt haben. Ja, wollte weitergehen, es ging nicht, weil inzwischen hat die Polizei die Demo eingekesselt. Ich stand dann da 6 Stunden und durfte irgendwann dann aus so einer Gasse gehen, währenddessen ich gefilmt wurde. Also vielleicht bin ich auch noch in irgendeinem Verfassungsbericht in Hamburg. Ja, und was zum Beispiel der Verfassungsbericht, der Verfassungsschutz hat das bestimmt noch nicht geschreddert im Gegensatz zu manch anderen Akten. Und ich finde, Videoüberwachung im öffentlichen Raum oder Kennzeichnung von Polizisten oder eine unabhängige Staatsanwaltschaft, ja, das sieht man, wer es vielleicht heute die Zeitung verfolgt hat, im Fall Mollat, der aktuell ist, finde ich auch unheimlich wichtige Themen. Auch wenn diese Themen, und das muss, denke ich auch, egal wen wir in den Landtag oder als Direktkandidaten aufstellen werden, für diese Kernthemen haben wir sehr viele gute Kandidaten. Deswegen komme ich zu meinem Steckenpferd. Das ist sicherlich die Gesundheitspolitik und die Drogenpolitik, wo ich mich vermehrt einbringen will. Und Drogenpolitik, kam am Samstag auch eine Frage, sage ich auch nochmal, ist bei mir explizit mehr als jetzt nur irgendwie kiffen. Ja, die Hanfpflanze muss trotzdem legalisiert werden. Zum einen aus Konsumentensicht, weil einfach das keine Einstiegsdroge ist. Das hat zwar Gefahren, aber die rechtfertigen nicht die Repression. Und zum anderen auch aus gesellschaftlicher Sicht, ja, weil die Politik einfach nicht sinnvoll ist. Also das Geld, was man da in den Strafvollzug versteckt, ist einfach unnütz ausgegeben, und zeitgleich können Dealer weiß der Geier was damit machen. Ein anderes Thema wäre Soziales und Arbeit. Auch da wieder ein konkretes Beispiel einfach. So, sag mal, die Altersarmut ist auch in München enorm. Und ich denke, in Bayern werden wir eben nicht das BGE einführen. Aber es wäre schon
geholfen, wenn man da ein bisschen Bürokratie abbaut oder den Leuten einfach erklärt, wie sie überhaupt an ihre Rechte rankommen und wie sie Sozialleistungen beziehen können. Daran scheitert es nämlich schon oft. Jetzt erwähne ich nur ganz kurz zwei Selbstverständlichkeiten. Die eine Selbstverständlichkeit ist Transparenz. Ich denke, wir Piraten sind für Transparenz des Staates. Und wenn ich sage des Staates, meine ich nicht nur die staatlichen Institutionen, dann meine ich auch die Politiker. Das heißt, für mich ist völlig klar, so Nebentätigkeiten veröffentlichen oder als Politiker so transparent wie möglich arbeiten, ist wie gesagt eine absolute Selbstverständlichkeit. Die zweite Selbstverständlichkeit wäre dieses Schlagwort Mitmachpartei. Da bin ich eben doch ein großer Befürworter von Online-Partizipationsmodellen. Das heißt, ich habe mich engagiert für die Einführung von Pirate Feedback. Ich bin mir bewusst, dass dieses System sicherlich noch nicht perfekt ist, aber ich werde und will das eben weiterentwickeln und zum Beispiel auch mit Fraktionsmitteln, ja, weil ich das einfach als unheimlich wichtig finde. Aber bevor wir über solche Gedanken, bevor wir uns Gedanken machen über Dinge wie Fraktionsmittel, ja, kommt erstmal noch ganz, ganz viel vorher, und zwar der Wahlkampf, der richtig toll werden muss. Im Wahlkampf, denke ich, hier sehe ich so München West zusammen mit dem Bundestagskandidaten, zusammen mit zwei Landtagskandidaten, dass man da ein Team bildet. Ich denke, was wir hier besonders haben, auch wenn ich tatsächlich die nicht sehe, dass wir auch einen Bezirksausschuss haben mit zwei Piraten in diesem Wahlkreis. Die habe ich noch nicht kontaktiert. Ah, sorry, jetzt sehe ich dich auch. die habe ich noch nicht kontaktiert, ja, weil ich eben für diesen Stimmkreis eben erst vor 2 Tagen entschlossen habe zu kandidieren. Ja. Aber ich denke, das wird sicherlich noch kommen, weil da sicherlich viele Erfahrungen sind, auf die man zurückgreifen kann. Und finde, das ist ein Vorteil, den wir hier in diesem Stimmkreis haben, dass wir auf solche Erfahrungen zurückgreifen können. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt schon relativ viel für die Piraten. Ihr könnt mich auch gerne noch mehr fragen. Ich würde, wenn ihr das wollt, auch im Sommer dann Vollzeit als Direktkandidat für euch und mit euch Wahlkampf machen. Wie gesagt, ich würde mich freuen. Das war's. Ich habe es Nadine schon gesagt, ich habe mich nicht vorbereitet, und zwar einfach aus dem Grund, weil ich Wahlkampf machen will, so wie ich bin. Ich bin Pirat schon längere Zeit, und ich versuche in Moosach etwas aufzubauen, was mir bisher nicht gelungen ist. Wir können, wenn ihr wollt, um 20 Uhr mit dem Wahlkampf beginnen, dass wir ins Tirreno ziehen, und um 20 Uhr ist Stammtisch in Tirreno. Wir können die Aufmerksamkeit in Moosach auch dadurch, dass wir Präsenz zeigen, voranbringen, und eine Direktkandidatur, die ich da machen will, ist etwas, um die Piraten auch in Moosach voranzubringen. Dafür habe ich mich bisher eingesetzt, dafür will ich mich auch weiter einsetzen. Das mit der Landtagskandidatur hat sich erst vor einem Jahr oder so ergeben, mehr oder weniger, da muss sich jemand eintragen. Ich habe damals geworben in den Stimmkreisen, ich will hier Kandidaten sehen. Ich will hier immer noch Kandidaten sehen, nicht nur in Moosach, sondern in Starnberg, in Gott weiß wo, überall. Wir brauchen 30 Direktkandidaten. Und da habe ich mich bereit erklärt. Und dann, weil ich mich da eingetragen habe, habe ich mich dann damit auseinandergesetzt, was passiert in Moosach. Was ist in Moosach los? Wer sind meine Gegenkandidaten? Ob das Joachim Unterlinger sind, Diana Schachowitsch oder sonst irgendwie? Wie schaut dieser Stimmkreis aus? Ja, ich stand lange Zeit alleine als einziger Kandidat drin, muss mich heute damit auseinandersetzen, dass neue Kandidaten aufpoppen. Dennoch bitte ich die Moosacher, die hier stimmberechtigt sind, mich trotzdem zu wählen, oder gerade deswegen, weil ich Moosach voranbringen will. Danke. Danke ich den Kandidaten für die Vorstellung und eröffne hiermit die Fragerunde. Es gibt ein gewisses Déjà-vu manchmal. Tut mir leid, aber es muss sein. Welche 2 der 12 ständigen Ausschüsse im Bayerischen Landtag könntet ihr euch vorstellen zu besetzen? Warum, was qualifiziert euch dafür und was habt ihr in diesem Bereich schon für die Partei eingebracht? Einfach mal die Reihenfolge drauf.
Also Soziales, also den ersten Ausschuss, wo ich mich gerne einbringen möchte, das ist ganz klar Soziales, Familie und Arbeit, genau. Einfach, weil ich mich in der Lage sehe, oder weil ich habe, um das kurz zu erklären, ich habe die letzten Stunden, Tage damit verbracht, auch die Ergebnisse des Ausschusses mir mal anzuschauen und habe da viele Sachen gefunden, für die ich mich schon früher eingesetzt habe. Ich war, um das kurz dazu zu sagen, ich war früher eine SPD. Das war zwar auf kommunaler Ebene, aber dort war ich auch sehr aktiv an dieser sozialen, an der Verbesserung diverser Familienpolitik, in der Verbesserung der Familienpolitik beteiligt. Ich habe auch in der Geschichte Altersarmut einiges aufgestellt, auch in der SPD schon. Das wäre der eine oder der primäre Ausschuss, für den ich mich interessieren würde. Der zweite wäre Jugend, Bildung und ich glaube Sport. Weniger wegen Sport, sondern eher wegen Jugend und Bildung. Bildung habe ich auch sehr viel gemacht bereits bei der SPD und ich habe in einem Jugendtreff 4 Jahre als Ehrenamtlicher mitgearbeitet, mitgewirkt. Das sind einfach Dinge, die ich als sehr wichtig empfinde, einfach weil Bildung und Jugend eine Art Zukunft darstellt, die wir einfach fördern müssen. Und innerhalb der Partei? Innerhalb der Partei? Wie hast du dich innerhalb der Partei für diese zwei Bereiche eingebracht? Also ich hatte eine Arbeitsgruppe, nein, einen Arbeitskreis. In der SPD? Hier. Also, ich war ein paar Mal bei der FG Bildung, FG Bildung dabei, muss allerdings zugeben, hatte da etwas weniger von dem gesehen, was ich gerne ändern würde. Ich glaube einfach, da müsste man wirklich mit Leuten sprechen, die da wirklich auch sehr dran interessiert sind. Ich glaube, egal ob das jetzt die Hochschulpolitik, die Hochschulpolitik läuft in einem anderen Ausschuss. Okay, dann eben wirklich die Grundbildung, also die normale Schulbildung, da auch einfach zu unterstützen. Also ich wüsste jetzt kaum, was ich da im Einzelnen anfechten könnte oder so. Aber es gibt einige Dinge, die sich ändern lassen und die auch wirklich geändert werden müssen. Ich weiß, das ist sehr, sehr schwach gerade. Aber nein, also jetzt aus der Partei heraus, muss ich zugeben, habe ich bisher noch nicht viel gemacht, würde aber gerne mehr machen. Also das ist auf jeden Fall ein Ziel. Ja. Noch irgendwas? Das waren meine Probleme. Okay, also einmal der Ausschuss Gesundheit und Umwelt. Zu Drogen habe ich jetzt schon was gesagt, aber auch Gesundheit, finde ich, hat, wenn es darum geht, die ärztliche Versorgung auf dem Land, die Einrichtung der Pflegekammer, auch wenn das noch kein Programmpunkt der Piraten ist, wären Themen, die ich vorantreiben wollen würde. Was ich da innerparteilich gemacht habe, ist zum einen das drogenpolitische Programm habe ich mitgeschrieben und auch auf einer Demo eine Rede gehalten oder werde auch sicher die Demo für jetzt Hanftag, werde das sicher auch im nächsten Jahr mitorganisieren. Momentan ist da Umwelt in diesem Ausschuss dazu. Da habe ich mir das Programm angeschaut, was wir Piraten in Bayern dazu haben. Das ist leider noch nicht so ausführlich. Da gibt es nur einen Nebensatz unter Energie, dass wir regenerative Energien gegenüber Atomkraft und fossilen Brennstoffen fördern wollen. Das ist jetzt mehr so eine Selbstverständlichkeit. Das heißt, da hoffe ich ein bisschen auf die Basis, dass da noch mehr kommt, was ich vertreten kann. Und der zweite Ausschuss wäre zum Beispiel Soziales, Arbeit, Familien und Frauen. Ist das ein großer... Ohne Frau, okay. Was ich da gemacht habe, ist jetzt aus Zeitgründen auch noch nicht so viel. Ja, aber auch da sage ich einfach, ihr macht das Programm und ich setze es um. Danke für deine Frage, Flo. Ich möchte das Fell des Bären nicht erlegen, bevor wir überhaupt den Bären erlegt haben. Oder anders ausgedrückt, es kommt darauf an, wer tatsächlich von uns in den Landtag einzieht. Ich weiß es nicht und da hat jeder seine Schwächen und Stärken. Was ich für die Partei gemacht habe, daraus kannst du dir dann den Ausschuss aussuchen, den ich vielleicht kompetent besetzen könnte. Das eine war der Antrag IG Hartz IV Daten, wo wir einen Antrag eingebracht haben über Oberbayern bis zum Bundesparteitag, der beschlossen ist. Das wäre dann also das Soziale. Das andere ist meine Unterstützung des Volksbegehren Studiengebühren. Jeder kann meine Adresse auf dem Volksbegehren Studiengebührenformular
lesen. Das heißt, das wäre dann die Bildung, die dann das Thema wäre, was ich innerhalb der Parteien und was dann zu besetzen wäre. Aber ich bin in der Bildung nicht so fit wie du. Und das heißt einfach schlichtweg, es kommt wirklich darauf an, wer gemeinsam im Landtag ansieht. Und die Ausschüsse würde ich mit dem von denen, die dann tatsächlich eingezogen sind, jeweils so besetzen, wo der Qualifizierteste zu den qualifiziertesten Ausschüssen geht. Thomas? Wen nehme ich denn? Alle drei. Du weißt, ich bin in der Kommunalpolitik aktiv. In München ist ein Thema, jetzt sind wir mal bei der Kulturpolitik, weil da eigentlich sehr selten gefragt wird. Der bayerische Wissenschaftsminister fordert ja praktisch einen neuen Konzertsaal für München. Es ist ja bekannt, dass Leonard Bernstein mal über den Gasthalt die These aufgestellt hat, es wäre besser, man würde das Ding anzünden, weil die Akustik schlichtweg eine Katastrophe ist. Und das ist schon ein Landesthema mit Bezug zu München, weil es dann natürlich um die Finanzierung dieses Projektes geht. Da würde mich deine Meinung interessieren, würdest du so ein Projekt unterstützen, ja oder nein? Schlimm, da bin ich wirklich Politiker. Ich weiß es noch nicht. Ich habe mich da diesbezüglich dieses Saals nicht genügend informiert, um dir jetzt sagen zu können, ich bin dafür oder dagegen. Ich kenne die Faktenlage zu wenig. Ich kann dir nicht sagen, natürlich, ich persönlich bin für die Kultur zu haben und sagen, ja, müssen wir machen. Besseren Hörsaal, wenn da nur so einfach sind die Geschichten meistens nicht. Es kommt auch aufs Geld oder so ähnliches drauf an. Und da ich jetzt zu wenig dazu weiß und mich zu wenig über dieses Thema informiert hat, kann ich dir das jetzt, heute, hier nicht sagen. Aber ich kann mich darüber schlau machen. Alex und dann Alex. Ich habe vorher gesagt, welche Ausschüsse euch interessieren, welche interessieren euch überhaupt nicht. Ich bin die Bitte. Du könntest auch selber. Ich kann auch anfangen. Also, bei den Ausschüssen, die mich nicht interessieren, kenne ich den genauen Namen nicht, weil sie mich nicht interessieren. Aber da würde ich zum einen sagen Verkehr und zum anderen Landwirtschaft sind beides Ausschüsse. Sorry, würde ich nicht reingehen wollen. Es ist nicht so, dass mich da gar nichts interessiert. Das ist jetzt nämlich mein Problem, weil ich auch bereit bin, mich in neue Themen einzuarbeiten. Man kann auch als politisch interessierter Mensch nicht es total außen vor lassen, insbesondere weil wir klein sein werden und damit nicht unsere Themen wirklich besetzen können. Im Zweifelsfalle heißt das auch, ein unbeliebtes Thema bearbeiten zu müssen, selbst wenn man es nicht mag. Und das unbeliebteste, ach Gott, ich möchte nichts mit Behördenkram zu tun haben, aber frag mich jetzt nicht, welche, also mit Innenrecht in der Hinsicht, juristischen Kram, der ist so trocken. Ja, also ich habe einen kleinen Spickzettel. Ich habe mir nämlich tatsächlich vorher überlegt, welche der Ausschüsse mich tatsächlich wirklich interessieren und welche nicht. Die Fragen des öffentlichen Dienstes, das ist einer der Ausschüsse, der mich leider gar nicht interessiert oder nahezu nicht. Das kommt wahrscheinlich auch darauf an, was gerade diskutiert wird, aber das ist etwas, wo ich mich jetzt nicht persönlich nicht fähig sehe. Und im Weiteren auch Staatshaushalt und Finanzen ist sicherlich ein interessantes Thema, aber wäre jetzt im Moment einfach nicht das Thema oder nicht der Ausschuss, der mich groß interessieren würde, weil ich einfach andere bevorzugen würde. Also, ich habe eine Frage zu den Parteimitgliedschaften. Also in welchen anderen Parteien wart ihr vor den Piraten? Ich war 8 Jahre lang in der SPD. Bin dadurch einen witzigen Zufall reingerutscht, also so ganz ohne Ortsverein und irgendwelche Kraxeleien durch die Karriereleiter. Habe dann eine Weile in der IT im Rathaus mitgewirkt, nicht aktiv oder nicht sehr aktiv, und eben habe dann eben durch diese, ich habe einen Verein gegründet gehabt, den Bildung hieß der, also einfach nur, der war aber nicht eingetragen, den hatte ich deswegen selber gegründet, weil ich fraktionsunabhängig bleiben wollte, der war allerdings nur durch SPD-Mitglieder besetzt und wir hatten auch tatsächlich die Möglichkeit im Rathaus da entsprechend drüber zu, ja, darin zu wirken. Also ich war nur in der SPD und bin dann auch direkt von der SPD zu den Piraten gekommen. Ja, kann ich schnell machen, war keine andere Mitgliedschaft.
ist kein Geheimnis. Ich bin mit 15 den Jungen Liberalen beigetreten, war Gründungsmitglied des Landesverbands Bayern der Jungen Liberalen und bin dann damit über die Jungen Liberalen zur FDP gekommen und bin dort geblieben, bis man im Jahre 2009 mir angeboten hat, Doppelmitgliedschaften seien doch möglich. Das hatte ich mir dann lange überlegt und habe dann mich aber entschieden, aus der FDP auszutreten. Mehr oder weniger, weil ich auch das Gefühl hatte, mir ist die Partei davon gelaufen. Und das geht wohl manchen so, die die FDP von vor 30, 40 Jahren kennen. Markus, meine Frage geht an Flo. Du hast vorhin gesagt, dass du nicht der Typ bist, der Killerspiele spielt. Zum einen bist du dir bewusst, dass diese Formulierung etwas, sagen wir mal, bei uns negativ konnotiert ist. Und wie stehst du dazu, gerade im Hinblick auf künstlerische Freiheit oder Bevormundung Minderjähriger oder auch Volljähriger? Okay, also ich glaube, ich habe so die doppelte Doppelironie verwendet. Also mir ist bewusst, dass das Killerspiele von manchen Menschen negativ verwendet werden. Also ich meine diesen Begriff nicht negativ, sondern habe das eher ironisch, aber das ist vielleicht nicht ganz so alles einfach. Aber ich bin auf jeden Fall nicht der Meinung, dass Ego-Shooter, um das richtige Genre zu nennen, irgendeinen negativen Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung haben und schon gar nicht ursächlich sind für Amokläufer. Ursächlich für Amokläufer sind grauenhafte Sozialverhältnisse und Zugang zu Waffen. Also ich habe drei Fragen, darf ich hintereinander stellen? Ich habe die Begriffe jetzt jemand euch quasi zugelost und ich möchte jetzt von jedem wissen, ob er sich mit der Landtagsarbeit beschäftigt hat. Und dann fange ich mal vorne an. Arnold, was ist denn Immunität? Immunität ist die Eigenschaft, die ein Landtagsabgeordneter oder auch ein Bundestagsabgeordneter dahingehend genießt, dass er zunächst mal nicht angeklagt werden kann. Der Landtag muss da über seine Anklage der Staatsanwaltschaft oder sowas die Immunität aufheben. Das heißt, er ist immun gegenüber der Strafverfolgung zunächst einmal. Es muss erstmal darüber abgestimmt werden. Der zweite auf meiner Liste ist nicht der Flo, sondern Michael. Was ist denn Indemnität? Indemnität. Nee, muss ich leider passen. Weiß ich nicht. Muss ich passen. Aber das ist im Prinzip, dass du für dein Abstimmungsverhalten im Landtag nicht rechtlich benannt werden kannst. Ah, okay. Gut. Es wird jetzt noch schwerer. Was macht der Zwischenausschuss? Wenn der Landtag aufgelöst wird, dann regiert der Zwischenausschuss weiter. Hätte ich nicht gedacht. Und also so ungefähr oder aber ungefähr. Kannst du die richtige Antwort noch sagen? Der Zwischenausschuss führt die Geschäfte des Landtags, wenn der Landtag nicht tagt. Jetzt erklärst du die Immunität auch nochmal. Was? Die Immunität auch nochmal. Das hat Arnold eigentlich prima erklärt. Weil die Staatsanwaltschaft keine Klage erhebt. Was? Sondern die Ermittlung nur einleitet. Ja. Du hast recht, ja. Thomas. Das war jetzt aber auch keine juristische Aussage. Ja, nein. Freier Schnauze. Es sollte Kritik an den Fragen sein. Nein, Antwort. Ich bin heute kommunalpolitisch unterwegs, weil ich das auch für wichtig halte, weil es einen engen Bezug da auch zum Landtag natürlich gibt. Michael. Immer ein Streitpunkt ist der kommunale Finanzausgleich, auch in Bayern. Wie ist denn deine Position dazu? Zum kommunalen Finanzausgleich? Also soweit ich weiß, läuft es darauf hinaus, dass... okay, jetzt... Eine Position dazu. Also ich frage mal andersrum, was der kommunale Finanzausgleich ist. Ich denke es zu wissen. Dann sag es. Dann verrate es uns. Ich gehe davon aus, dass das... jetzt liege ich mit Sicherheit falsch. Ich darf alle am liebsten bitten, die Zwischengespräche zu reduzieren. Also ich vermute, es geht darum, dass Gelder, die im Vorfeld nicht... oder nicht geplant wurden, tatsächlich gezahlt werden müssen oder gezahlt werden über den
dann liege ich falsch. Okay, dann würde auch meine Antwort, meine Position wahrscheinlich völlig falsch sein. Also es ist keine Schande, das soll ich jetzt ja sagen. Ich weiß es nicht. Weil das ist dann sage ich dir, ich weiß es nicht. Gut, also die Eselsbrücke hast du genommen. Ich würde es trotzdem gerne erfahren. Der kommunale Finanzausgleich ist im Prinzip genau dasselbe wie der Länderausgleich, wobei im Moment ja eine Klage erwägt. Das ist nichts anderes, dass über Landeshaushaltsmittel es einen Verteilungsschlüssel gibt, wo die Ertragskraft der unterschiedlichen Kommunen ausgeglichen wird. Dazu gibt es einen Gemeindeschlüssel. Pro Bürger wird eine Summe X bezahlt. Ich gehe da jetzt nicht weiter ein. In München ist die Summe pro Bürger relativ gering, weil die Ertragskraft der Stadt sehr hoch ist. Und es gibt Gemeinden in Bayern, wo dieser Gemeindeschlüssel relativ hoch ist. Und es ist immer ein Streitpunkt zwischen den Kommunen und den Landtagen, wie hoch dieser Schlüssel ist. Der Hintergrund ist, dass den Kommunen immer mehr soziale Aufgaben aufgebürdet werden, die entweder vom Land oder vom Land kommen. Das sollte man wissen. Flo, du hast gerade gesagt, du möchtest für eine Demokratieplattform Fraktionsmittel einsetzen. Nun dürfen Fraktionsmittel ja, glaube ich, nur für bestimmte Sachen eingesetzt werden. Wie ist deine Begründung, dass du das darfst? Ja, also mir ist es bewusst, dass Fraktionsmittel nicht Parteimittel sind, aber ich würde es sicher einem Juristen die Aufgabe geben, das sauber zu machen, weil zum Beispiel ist meine Begründung, ich will als Fraktion ein Arbeitsmittel der Fraktion, damit die Fraktion Feedback von der Parteibasis gibt und dann wäre das eine Aufgabe der Fraktion und nicht, was ich entwickle was für die Partei, sondern ich entwickle was für die Fraktion, was eben offen für Parteimitglieder ist. Und das Ganze kann ein Jurist sicherlich so hinbiegen, dass das in Ordnung geht. Ja, so wie du kommunal drauf bist, bin ich jetzt noch mal ein bisschen landesmäßig drauf. Wir stellen ja aus Oberbayern, wenn wir ganz knapp reinkommen sollten, als fast einziger Bezirk dann eventuell mehrere Mitglieder. Wie seid ihr in den anderen Bezirken vernetzt im Sinne von Zusammenarbeit? Kennt ihr da schon die Leute? Kennt ihr eventuell oder wisst ihr auch, na, ich bin ein bisschen konkreter, wisst ihr, in welchen Bezirken wir bereits Wahlkreislisten aufgestellt haben? Und wenn ja, kennt ihr die Leute, die dort eventuell auch auf der Position 1 sitzen und seid ihr in den anderen vernetzt? So Handzeichen oder? Also ich mache das Handzeichen für ja. Warum lasse ich den Vortritt? Ich habe nur zu erklären. Handzeichen soll eigentlich, kennt ihr die Leute? Ich kenne einige, ich kenne nicht alle. Also das ist auch unmöglich. Also sorry. Nee, ich meine auch nicht alle, bloß ja, seid ihr vernetzt oder nicht? Wer kennt den Ben nicht? Zum Beispiel, also klar. Aber es ist nicht genügend. Also nicht genügend, wer dann wirklich reinkommt. Das werden wir auch sehen. Keine Ahnung. Also ich bin ja auch nicht, ich bin ja Neupirat, das heißt, war erst auf zwei Landesparteitagen, aber zumindest über Twitter bin ich relativ gut vernetzt. Und ich meine, Bezirkslisten haben wir aufgestellt für Mittelfranken, da sind Emmy und Spinni Plätze 1 und 2 und für Schwaben das Thomas und zweiten habe ich jetzt vergessen. Also ich kenne tatsächlich auch den einen oder anderen, aber ich muss zugeben, mit kennen bin ich jetzt, also wenn du mit vernetzt meinst, dass ich wirklich tatsächlich Kontakt zu ihnen pflege, muss ich auch leider passen. Also ich habe, aber ich würde es auf jeden Fall tun, weil es einfach wichtig ist, auch über die Bezirke hinweg zu arbeiten. Wie schön. Einmal hatte die schon öffentliche Auftritte für die Piratenpartei, jetzt insbesondere in Presse und Funk, Fernsehen. Nein, gar nicht. Also hatte ich einfach noch nicht. Nee, dieses Jahr hat sich das einfach für mich so nicht ergeben. Interessiert wäre ich schon dran, allerdings du hast gefragt, ob wir schon hatten, also muss ich nein sagen. Okay, also ich wiederhole mich, Hanftag-Demo, wobei da war keine Presse da. Letzten Montag ein kleines Pressefrühstück zu Pirate Feedback. Irgendwann hatte ich im Wendlinger mal ein Interview für Kontrovers. Aber das ist jetzt auch noch nicht viel Erfahrung, aber ein bisschen habe ich schon. Ja und nein.
Für die Piraten wäre jetzt die Einschränkung, also davor, ich habe davor schon Presseerfahrungen mit anderen Organisationen gehabt, aber für die Piraten weniger. Ich bin mal 1,5 Stunden von Journalistenschülern gegrillt worden. Die Interviews habe ich mal, weil ich sie nicht besser verbraten konnte, irgendwo im Wiki versteckt. Die kann sich jeder anhören, was ich antworten würde, wenn mich Journalisten grillen. Das war recht umfangreich und die Professorin meinte dann, ich hätte mich wacker geschlagen. Und Alex? Ja, er streckt schon die ganze Zeit über die Kugel. Die Landeshauptstadt und der Freistaat möchten gerne in München einen zweiten Stammstreckentunnel bauen. Wie ist eure persönliche Position dazu? Ja, genau. Nachdem ich schon gesagt habe, dass Verkehr das Thema ist, für das ich kein Herzblut entwickeln kann, muss ich sagen, ich würde zu 100% die Position mittragen, die Partei hat, wobei die Partei ja jetzt eher sich dagegen ausgesprochen hat und für die Südringlösung. Aber okay, also zunächst einmal, ich kritisiere einiges an dieser ganzen Geschichte, auch an sich die fehlende Transparenz. Ich bin der Meinung, ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, liegen die Pläne dafür 2 Tage in irgendwelchen Ordnern aus. Das ist zunächst einmal die S-Bahn, der S-Bahn-Bau, doch, soweit ich weiß. Länger? Okay, dann. Aber auf jeden Fall sind sie nicht online und nicht für tatsächlich realistisch, nicht für jeden einsehbar. Da kritisiere ich zunächst einmal einfach, ich würde einfach mehr auf mehr Transparenz setzen. Generell muss ich mich allerdings auch würde ich mich auch der Partei anschließen, der Parteimeinung, ich wäre für den Südring. Weil die Lösung von dem Team vom Andi Witzer einfach sinnvoll ist und auch schick. Die ausführliche Erklärung findest du auf Piratenwatch. Aber ja, ich bin gegen die Stammstrecke. Also den Tunnel. Gegen den Tunnel. Gut. Herbert. Ja, ich habe meine Standardfrage wieder. Ja. Die Welt besteht ja nicht nur aus jungen IT-Landfrischen, ja, sondern auch aus der Generation 60 plus oder 50 plus, muss man schon sagen. Habt ihr euch schon damit beschäftigt oder ist es mehr so ein unter ferner Liefen-Thema bei euch? Der Effekt ist jetzt nun mal so, die Altersarmut steigt und steigt und steigt. Ja? Und da müssen wir auch eine Antwort haben. Ich meine, AG 60 Plus, wir arbeiten ja dran. Habt ihr euch vielleicht mal die Seite angeschaut oder wie steht ihr zu dem Thema? Ja, nicht nur. Ich bin 47, so weit bin ich von euch gar nicht weg. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, morgen gibt es eine Abstimmung über Änderung des Blindengeldgesetzes. Das heißt, morgen im Landtag können wir noch nicht abstimmen darüber, sozusagen, dass die Blinden mehr Geld erhalten. Das heißt, es sind viele soziale Themen und gerade auch bei den Älteren, die Altersblindheit oder sonstiges vorherrscht, ging es um Geld. Ja, ich beschäftige mich mit den Themen nicht nur von dem Rentenaspekt her. Also Altersarmut habe ich mir doch tatsächlich einige Male genauer angeschaut. Es ist so, es gibt, glaube ich, also ich habe momentan für mich selber keine perfekte Lösung dafür. Ich hatte allerdings auch schon mit einigen Piraten darüber gesprochen, die interessante Vorschläge hatten, wobei ich persönlich etwas Abstand nehme von dieser Rentengrundsicherung oder von diesem Rentengrundsicherungsprinzip. Ich will auch diese Mindestrente eher anders sehen, als sie momentan gefordert wird, ich glaube von der linken Seite, also von den Linken. In erster Linie. Ich habe, wie gesagt, keine Patentlösung dafür. Ich glaube, es geht vielen so, deswegen ist dieses Problem ja auch so primär. Aber ich würde mich auf jeden Fall damit weiter beschäftigen. Es ist ein Thema, was uns letztendlich alle angeht, auch mich irgendwann. Und ich auch kenne auch viele Leute, die sich damit beschäftigen. Und also das jetzt mal auf die Seite gesehen, jetzt mal weg von diesen Behinderten-Geschichten, die dann natürlich nochmal extra finanziert gehören, glaube ich, dass auf jeden Fall in dieser ganzen Geschichte was geändert werden muss. Inwiefern das jetzt tatsächlich, ich habe irgendwo neulich ich glaube 106, ich bin mir jetzt nicht sicher, im Ausschuss, der Sozialausschuss gelesen, dass man bereits momentan darüber diskutiert, da auch
weiterzumachen, wobei da auch sehr viel abgelehnt wurde, weil einfach auch relativ viel auf die Bundesebene abgewälzt wurde. Es gibt ja Positionspapier von den Piraten, ja. Vom Landesparteitag, zwei Landesparteitagen abgelehnt worden ist. Ja. Bei Gelegenheit mal durchschauen, da steht eigentlich die. Wollte ich gerade sagen, also was die anderen beiden sagen und dann, ich kenne das Positionspapier, ich glaube, das, aber auch wenn es ein Bundesthema ist, weil das Revolutionäre ist ja, dass der Anzahl, der Eintrag, der Beitragszahler erweitert wird, nämlich eben auch um selbstständige Beamte, dass nur noch eine Kasse gemacht wird und dann so ein bisschen angelehnt an Schweizer Modell, also was ich sinnvoll finde und so ein bisschen angelehnt an Schweizer Modell, dass man eine Ober- und eine Untergrenze hat und diese Beitragsbemessungsgrenze ein bisschen ändert. Finde ich gut, aber ist ein Bundesthema. Also Alex? Okay, von mir aus. Ich habe für jeden von euch eine Frage. Ach, ihr werdet schon merken. Du hast in deiner Vorstellung gesagt, du weißt, wie dieser Stimmkreis aussieht. Erzähl mal. Unser Stimmkreis ist das Stadtbezirk 10 und 24. Sagt dir nichts, okay. Hasen, ist dir. Es ist, ja, wenn es dir egal ist, dann. Ach, die Nummern sind hier wurscht. Also, angefangen vom Zentrum von Altmosach hin zur Olympia-Pressestadt, da ist dann die Grenze rüber zum Wilbertshofen bis auf der jenseits der S-Bahn, sozusagen die Magdalenenkirche und so weiter, wo es ist ein Sprengel, der ziemlich geteilt ist. Also vom Landschaft hat keine Säule. Landschaft hat keine Säule. Landschaft hat schon Sorgen, wenn nämlich der historische Stadtkern in der Hinsicht nicht vorhanden ist. Worum Mosach schon seit Ewigkeiten kämpft und was nie funktioniert hat. Es gibt so dieses Einkaufsviertel Olympia-Einkaufszentrum, das ist die eine Seite. Dann gibt es hier ein bisschen was, aber es fehlt der alte Ortskern ist weg. Das heißt, durch die Zuzüge oder sonst irgendwas ist es nicht mehr das, was man im Dorf kennt, wo man sich trifft. Es sind teilweise sehr separate Klüngel, die da unterwegs sind. Und wenn überhaupt, als Kulturzentrum ist das Pellkofeld-Schlössl mit den ganzen Vereinen als Haupttreffpunkt mit der katholischen Kirche. Aber auch hier sind dann nicht dort die Einkaufsmöglichkeiten. Das heißt, man geht dort nicht zum Einkaufen. Mosach ist ein sehr kompliziertes Stadtviertel, drücke ich es mal so aus. Okay. Du hast vorher hauptsächlich München erwähnt. Weißt du, dass es noch mehr gibt in Bayern? Ja, also danke für den Hinweis. Es ist mir nicht aufgefallen. Ich bin mir dessen bewusst und ich sehe auch, dass das gerade vom Rest von Bayern sehr kritisch gesehen wird. Und tatsächlich bin ich eigentlich, zum Beispiel kam vorhin die Frage mit dem Kulturzentrum, mit dem neuen Konzerthaus. Und da ist ja ein Hauptkritikpunkt, dass eben ein Leuchtturmprojekt in München gebildet wird. Und auch wenn ich Münchner bin, mache ich mich jetzt unbeliebt und sage durchaus, dass ich denke, dass es eigentlich eher an der Zeit ist, dass momentan München nicht zu wenig gefördert wird, sage ich mal so. Und ich bin mir dessen bewusst und bin eher der Meinung, dass man die anderen Regionen in Bayern auch was verstärkt fördern müsste. So. Noch oder? Du sagst, die Kommunikation mit Basis und Bürgern ist dir wichtig. Ja. Und du willst dafür Internet-Tools einsetzen. Ja. Erzähl mal über die Tools. Also ich hab mir diverse Tools angeschaut, also von Pirate Watch und auch, Moment, jetzt muss ich nachdenken, wie heißt es, von Ponada, das, was er damals da irgendwie mitfonciert hat. Solid Feedback. Finde ich persönlich, also das sind so Tools, die ich sehr sinnvoll finde, weil sie auch sehr inhaltlich, also zumindest das letzte, sehr, sehr inhaltlich, sehr themenspezifisch sind, weil sie vielleicht auch etwas davon ablenken, per Twitter Shitstorms zu erzeugen und so weiter. Und das ist eine Sache, die mich ein bisschen stört, dass halt leider Gottes überall noch dieses Pirate davor steht. Das hat natürlich Vorteile für unsere Partei, keine Frage. Aber die meisten Leute wissen gar nicht, wie sie nutzen können, dass sie es nutzen können und wollen auch teilweise gar nicht nutzen. Und ich finde es einfach wichtig, dass generell jeder Wähler die Möglichkeit hat, in irgendeiner Form zumindest, wenn auch in einer Gruppe, Fragen zu stellen oder eben auch Kritik anzubringen bei den entsprechenden Abgeordneten. Ja.
Frage an alle, wie würdet ihr im Parlament mehr Bürgerbeteiligung umsetzen? Erstmal an Arnold. Entschuldigung. Wie würdet ihr im Parlament mehr Bürgerbeteiligung umsetzen? Im Parlament kann man das direkt nicht, weil nur die Abgeordneten, aber der Parlamentarier kann auf die jeweiligen Bürger hören. Das heißt, wir können mit Direct Democracy oder auch mit Liquid Feedback, wie es so schön heißt, die Tools, kann man die Meinungen einbringen. Man kann die Anträge, das, was wir jetzt nicht können, wir können im Gegensatz zur SPD oder im Gegensatz zu den Grünen überhaupt keinen Antrag auf eine Gesetzesänderung, Volksbegehren, Studiengebühren. Also sind wir den Weg gegangen, es von außen heranzutragen. Wenn man im Parlament sitzt, dann kann man dieses direkt als Antrag stellen, ob die CSU oder die Grünen. Nicht nur aus Sicht der Piraten, sondern aus Sicht von allen Bürgern. Ja, aus allen Bürgern. Das ist egal, wer hier. Das sind antragsberechtigt, sind dann nicht nur Piraten, sondern alle Bürger. Okay, also ich denke, so ein bisschen ist die bayerische Verfassung gar nicht, ich habe sie dann gelesen, nachdem Leute im Publikum sitzen, die danach fragen, die ist ja gar nicht so schlecht, weil sie Bürgerbegehren, Volksbegehren vorsieht. Wir alle kennen das, indem wir Unterschriften gegen die Studiengebühren gesammelt haben. Ich denke, die erste Hürde mit 25.000 Unterschriften jetzt, finde ich persönlich tatsächlich sogar, also kann man vielleicht noch ein bisschen niedriger machen, aber das finde ich okay, aber wenn du um die Frage zu beantworten, die zweite Hürde würde ich niedriger machen, weil das werden wir jetzt im Januar haben. Das wird sehr schwierig, die immens hohe Anzahl von Unterstützern zu kriegen. Und das wäre zum Beispiel, dass man sagt, im Parlament versuchen Volksbegehren und Bürgerbegehren die Hürden zu senken, damit die öfter vorkommen und dann im entsprechenden Petitionsausschuss im Landtag behandelt werden können. Ja gut, es sind 10%, die dann das Gesetz quasi schon im Vorfeld. Also es gibt ja diesen Ausschuss, jetzt muss ich nachdenken, ich glaube Eingaben und Beschwerden oder so nennt er sich. Also das ist quasi der, in dem man eben auch die Petitionen entsprechend anmeldet. Der wird momentan in diversen oder auch direkt in diesem Ausschuss sehr heiß, werden da die Vereinfachung der Bürgerbeteiligung diskutiert. Das ist momentan eher ein Tropfen auf den heißen Stein. Also ich glaube auch, dass wir, wenn wir dort einen Platz haben, auch dem Volk oder den Wählern die Möglichkeit bieten können, da auch durch uns entsprechend auch mitzuwirken, zumindest in gewissen Teilen. Wir haben leider noch nicht die Möglichkeit dazu, da jetzt momentan große Steine zu verrücken. Aber ja. Ich hätte auch noch eine Frage. Benno? Ich hätte jetzt auch noch mal an jeden einen... fange ich mit dem Arnold an. Du hast jetzt gesagt, der Stammtisch in Mosach lag dir am Herzen, hat jetzt aber nicht richtig funktioniert und könnte ab heute losgehen. Wieso hat der nicht funktioniert oder woran lag das? Vielleicht mit einer Eigenkritik oder? Nein. Das heißt, er hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstellen würde. Das heißt nicht, dass er nicht funktioniert hat, also ob jetzt Alex da war, Holger da war oder sonst irgendwas, aber viele von denen, Susanne war da, es gibt einige, die bei diesem Stammtisch, die auch heute hier sind, die an diesem Stammtisch gewesen sind. Er muss noch besser funktionieren in Wahlkampfzeiten. Wir müssen da noch mehr tun. Und meine Aufforderung vorhin war, so unter dem Motto, wir sitzen heute hier um 20 Uhr, wäre heute turnusmäßig der Stammtisch dran. Momentan kann ich nicht, weil ich hier kandidiere. Wenn wir früher hier fertig sind, es wäre toll, wenn wir diesen Stammtisch trotzdem wir heute diese Aufstellungsversammlung hier haben, besuchen könnten. Aber wenn alle hier sind, dann können wir ihn natürlich nicht besuchen. Ja, die Leute, ich bin so unverschämt, halte ein paar Leute fest. Ja. Wir haben nämlich um 20 Uhr noch eine Aufstellungsversammlung. Ja, ich weiß. Der Wahlkreis besteht jetzt ja nicht nur aus Mosach, ja, sondern insbesondere ist, glaube ich, auch das Hasenberger da mit drinnen. Hasenbergl ist ja durchaus eine Problemregion in München, sage ich jetzt. Wie stellst du dir vor, im Hasenbergl an die Leute ranzukommen und welches Fehlerpotenzial siehst du da? Okay, also eine sehr gute Frage, sage ich mal, um mich mit der Antwort rauszuzögern, weil ich sehe da enormes Wählerpotenzial. Muss zugeben, ich kenne tatsächlich bisher nur zwei Personen, die da tatsächlich wohnen und war da erst selten. Aber deswegen kann ich dir noch keine Lösung geben, wie wir dieses Viertel erschließen. Aber
Ich denke auch, dass der Wahlkreis eben von Laim, wo viele Familien sind, bis Hasenbergel und über Nymphenburg, wo die Reichen wohnen, sehr vielfältig ist. Ich denke, ich würde gern Hasenbergel gezielt Wahlkampf machen, warte aber auch auf eure kreativen Ideen, wie wir das lösen können, dass wir halt, weil ich denke, dass da, oder wenn man sich die Statistiken anschaut, dass da auch viele Nichtwähler sind, das ultimative Rezept, die zu erreichen, habe ich jetzt gerade auch nicht. Ja, Michael, bei dir hätte ich jetzt nochmal eine Frage. Du sagst, du warst zufällig in der SPD, dann sagst du, du hast, ja, dein Wortlauf war, glaube ich, du bist da so reingespült worden irgendwie. Dann sagst du, den 101er Wahlkreis hast du jetzt irgendwie verschlafen. Im nächsten Wahlkreis war die Rebecca, die so toll war. Das klingt für mich jetzt alles irgendwie recht willkürlich. Vielleicht kannst du nochmal kurz zusammenfassen, wieso du jetzt genau in diesen Wahlkreis willst und was du dich jetzt qualifiziert im Vergleich zu den anderen, wieso du jetzt in dem Wahlkreis hier antrittst. Okay, also ich bin generell hier in diesem Wahlkreis. Ich habe in der Nähe von Moosacher Bahnhof, habe ich 4 Jahre lang gearbeitet, war entsprechend auch oft dort unterwegs. Ich habe Freunde in Neuhausen, ich habe auch Freunde in Hasenbergel. Ich muss zugeben, ich finde Hasenbergel bei Weitem nicht so schlimm, wie es immer dargestellt wird. Es gibt bestimmt vereinzelte Ecken, die Probleme haben und auch gewaltige Probleme haben, aber im Großen und Ganzen kenne ich da auch sehr viele sehr schöne Ecken und wie gesagt, dort habe ich auch viele Freunde. In Laim wohnt meine Freundin, also im südlichen Bereich. Und ich fühle mich einfach dort auch sehr häufig zu Gast gewesen, um es mal so auszudrücken. Oder so weit, dass ich da auch wirklich auch glaube, dass ich da reinpasse. Also auch vom Auftreten her. Ich könnte mir gut vorstellen, da auch Wahlkampf zu betreiben, Infostände zu setzen. Ich hätte da auch schon einige Ideen, wo, an welchen Stellen und auch generell, ja, also ich finde den gesamten Stimmkreis, also jetzt nicht nur Moosach im Speziellen, sondern wirklich von Laim bis hoch nach Hasenbergel, wirklich, da ist viel Potenzial und auch viel zu schaffen und ist auch nicht gerade ein kleiner Stimmkreis, also auch einwohnerzahlentechnisch. 114.000. Michelle? Folgendes, wir kommen in den Landtag, das liegt im Endeffekt an uns. Bilden wir eine Regierung oder dulden wir eine Minderheitenregierung? Alle drei bitte. Bitte. Ich glaube persönlich, auch wenn es schön wäre, ich glaube persönlich nicht, dass wir eine Minderregierung dulden müssen. Aber würden wir das tun müssen, würde ich tatsächlich sagen, okay, wir dulden diese Minderregierung. Ich glaube aber nicht, dass es dazu kommt. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Die Reihenfolge ist egal. Also die Standardantwort ist natürlich, ich höre auf die Basis, was die so will. Ansonsten aber auch ganz klar meine Meinung, ich will Wahlkampf machen mit einer starken Opposition. Wir wollen eine starke Opposition sein, endlich mal eine Opposition, die den Namen auch verdient. Sag aber auch ganz klar, wenn es einen CSU-Wechsel gibt und es liegt nur an uns Piraten, ob der stattfindet oder nicht, dann Duldung ist meine persönliche Position. Ich schließe mich einfach im Fahrdiesel in dem Fall an. Da ist, wenn wir die Chance hätten, die CSU tatsächlich von der Macht wegzukriegen, dann bin ich für eine Duldung. Wenn das nicht zur Diskussion steht, dann ist es was anderes. Ich hätte eine Frage eigentlich an euch alle drei. Ich wohne in der Landhalsstraße, das ist in der Fasanerie, angrenzend an Moosach. Und ich bin eigentlich, das Viertel, in dem ich wohne, ist zurzeit im Brennpunkt von vielerlei Sachen. Da geht es über die Schleißheimer Straße, Hasenbergel, um die Autobahnanbindung. Da geht es über unseren Bahnübergang, der meist befahren als München ist, wo sich seit 15 Jahren keine Lösung aufweist. Da geht es um das, wofür ich mich gerade im Moment besonders einsetze, um das Gelände um den Rangierbahnhof rum, das Leute vor 30 Jahren eingeklagt haben, das als Ausgleichsfläche ausgewiesen wurde, das uns jetzt streitig gemacht wird.
Und ich möchte eigentlich von euch dreimal, also es ist schön, wenn ihr überall Freude habt und so, aber mich würde echt mal interessieren, was ihr für Pläne habt oder für Anschauungen, wie man so diese ganzen Probleme bei uns im Norden gehandelt, befasst, zusammenfasst. Was stellt ihr euch vor? Zunächst einmal sind es... Es ist ein städtisches Problem zunächst einmal, wo die landespolitischen Verkehrspläne kaum da in der Richtung reinspielen. Sie spielen ein bisschen beim Rangierbahnhof und gerade was den Nordring oder sonst was spielen sie genau in die Ecke ein bisschen rein. Aber zum größten Teil sind das stadtpolitische Strukturprobleme, die wir in Mosach, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, die ganze Zeit auch schon haben. Und wir haben da auch eben das Riesenproblem dieser ganzen Zerstückelung, der Rangierbahnhof ist da auch ein Thema, ich kenne das Ganze. Die Lösung hat sich bisher noch nicht gefunden und ich denke auch nicht, dass diese Lösung in den nächsten 3-4 Jahren kommen wird. Wir werden da noch viel tun müssen, um auch mit Fachleuten das mal auf vernünftige Beine zu stellen. Das, was die CSU da teilweise oder was die SPD da teilweise macht, ist zum Saugrausen. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Und wir können da jetzt noch nicht. Aber natürlich, wir müssen dranbleiben und wir als Piraten können aber auch das Fachwissen oder sonst irgendwas da reinbringen. Okay, eine kurze Antwort. Ich muss dir leider sagen, ich habe keinerlei Ahnung von den lokalen Problemen, die du angesprochen hast in der Fassanerie. Werde mich aber bei nächster Gelegenheit gerne von dir aufklären lassen und dann schauen wir mal. Zu dem Rangierbahnhof, davon habe ich gelesen, sogar schon mehrfach. Das ist ja doch tatsächlich ein relativ wichtiges Thema. Ich hatte immer das Gefühl, dass da auch diverse Entscheidungen zwischen SPD und CSU sich beißen, dass da auch tatsächlich auch versucht wird, sich gegenseitig auch die Lösung kaputt zu machen. Ich glaube, eine perfekte Lösung ist momentan nicht gegeben. Ich glaube, das habe ich auch schon gesagt. Da muss man sich unbedingt mit befassen. Also, und da würde ich auch tatsächlich auf die Basis setzen. Und Leute befragen, die sich da etwas besser auskennen als ich. Los. Wie sieht denn das bei euch zeitlich aus, wenn wir demnächst mit dem Wahlkampf anfangen? Und meine ganz persönliche Meinung ist, man kann damit rechnen, dass es in Bayern vielleicht den Landtagswahlkampf vorgezogen wird. Wer weiß. Bis jetzt am Wochenende hat es sich nicht bestätigt, aber die Ideen sind ja durchaus nicht ganz von der Hand zu weisen, dass die CSU ein Interesse daran haben könnte, die Koalition aufzukündigen, um die Wahlkampf vorzukündigen. Wie sieht das bei euch zeitlich aus, Brauche? Wie viel Zeit habt ihr zur Verfügung? Ihr habt ja nebenher auch noch ein bisschen was zu tun. Das gilt für alle drei, einfach eine kurze Antwort. Okay. Also ich habe generell, ich bin momentan tatsächlich arbeitslos. Ich habe ab Dezember wahrscheinlich wieder eine Vollzeitbeschäftigung. Finde also tatsächlich, was Infostände und so weiter betrifft, erst nach 18 Uhr die Möglichkeit dazu. Wobei das, glaube ich, gar nicht mal so schlecht ist, weil einfach die meisten Leute vor 18 Uhr arbeiten und nicht auf der Straße herumlaufen. Ich kann fast jeden Samstag freimachen für Infostände. Ich habe auch diverse andere Ideen dafür. Also Zeit finde ich auf jeden Fall. Ich kann mich auch vorbereiten damit und ich habe auch die Möglichkeit, relativ frühzeitig, ich habe momentan mit meinem zukünftigen Chef da eine Möglichkeit gefunden, dass ich nur 4 Tage die Woche arbeite, wo ich nochmal einen Tag quasi wirklich die Möglichkeit habe, auch für Wahl, für Infostände und so weiter auch zu opfern und aufzubringen. Das als Vorschlag. Also zeitlich sehe ich da kein Problem. Also ich bin noch Langzeitstudent und mache meine Doktorarbeit und habe nebenher nur einen Werkstudentenvertrag für 480 Euro im Monat. Das heißt, habe viel Zeit, wobei ich sehr hoffe, dass die Wahl bleibt, wo sie ist, weil mein Examen ist nämlich im April und da ist durchaus vorgesehen, dass ich davor schon mehr lernen werden muss und weniger für die Partei mache. Wenn jetzt aber die Kacke am Dampfen ist und vorgezogene Neuwahlen sind, dann hoffentlich hört mein Doktorvater es nicht, dann muss das halt irgendwie gehen. Ich denke, das geht dann auch irgendwie so. Derzeit habe ich Zeit für die Piraten. Was morgen ist, kann ich dir noch nicht sagen. Aber derzeit stehe ich für die Piraten voll zur Verfügung. Wenn ich kein Geld mehr habe, wenn irgendetwas nicht mehr funktionieren sollte oder sonst irgendetwas, dann muss ich mich um meinen Lebensunterhalt kümmern. Ja, aber ansonsten habe ich Zeit für die Piraten. Thomas.
Ich habe mal eine Frage an alle drei, und zwar, wir sind ja vehement für die Abschaffung der Studiengebühren. Und was mich so ein bisschen ärgert, ist eigentlich, dass man dabei die berufliche Bildung, also für die Leute, die über den zweiten oder dritten Bildungsweg kommen, eigentlich immer außen vor lässt. Meister BAföG, Meisterausbildung. Da würde mich mal die Position von euch drei dazu interessieren. Mir ist egal, wer anfängt. Also, ich bin auch da für Bildungsfreiheit, soweit es geht. Ich bin auch für, soweit es sich der Staat leisten kann. Ja, ich bin auch für den dritten Bildungsweg oder sonst irgendwas. Bildung ist unser Thema, wo wir, der freie Zugang sollte durch finanzielle Ressourcen nicht behindert werden. Da sind wir aber noch lange nicht so weit, aber es war auch schon damals beim Volksbegehren Studiengebühren angedacht, so unter dem Motto, was können wir dann als nächstes angehen? Machen wir ein Brötchen nach dem anderen. Jetzt sind die Studiengebühren dran und dann schauen wir weiter. Ich weiß, was er kostet. Ich war in der Lehre und ich weiß, da geht es um ganz andere Summen als beim Studium. Ja. Es kommt darauf an, wie lange man studiert, ne? Aber wie teuer es ist. Aber prinzipiell bin ich auch ganz klar dafür, alle Bildungsgebühren abzuschaffen. Aber natürlich sehe ich auch durchaus finanzielle Notprobleme. Wobei ich finde, beim Meisterstudium muss man nochmal unterscheiden, für welchen Meister das Ganze ist. Weil es gibt... Wir reden vom Handwerk. Genau, Handwerk, ja genau, aber ich auch da gibt es Unterschiede, also ich kenne das tatsächlich aus dem persönlichen Umfeld, der Schneider nämlich zum Beispiel, ja, da verdient man so wenig, dass es eigentlich überhaupt nicht geht, und es gibt andere Handwerke, wo man durchaus das stemmen kann, aber prinzipiell bin ich absolut einer Meinung, am Geld, momentan scheitert definitiv der Besuch einer Meisterschule, zum Beispiel kann auch 2 Jahre in Vollzeit gehen, und das scheitert am Geld, und da als Übergangslösung meinetwegen, auch wenn ich das bei Studiengebühren nicht gemocht habe, ne, irgendwie zinsfreie Darlehen oder sowas, würde ich befürworten. Also es gibt Meisterbach. Ja, ich kann mich da eigentlich auch fast nur anschließen. ich vermute, dass die Lösung, die der Arno gerade vorgeschlagen hat, meine persönliche Vorliebe auch treffen würde. Also ich glaube, dass finanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen sollten und auch stehen zum Teil, aber dafür eingesetzt gehören. Ja, das ist halt schwierig, das ist ein Riesenthema. Sind auch, wenn ich mir jetzt mal so die Meisterbetriebe anschaue, sind ja unglaublich viele Sachen, die da möglich sind. Wenn man die Studenten vorzieht, ist das die höherwertige Ausbildung wie die Meisterausbildung, wenn man sagt, die kommt erst später? Darf ich kurz noch antworten? Nee, keine Diskussion diesmal. Kann nebenher. Ich sehe generell den Bildungsweg für relativ, also ich sehe keinen, also ich sehe schon den Unterschied, aber ich sehe jetzt von der Bevorzugung her keinen Unterschied. Also ich bin schon der Meinung, dass das gleichwertig ist, ja. Also Handwerk ist meiner Meinung nach auch ein sehr wichtiges Handwerk. Gut, Alex? Was? Okay. Dann Herr Dr. Rostler. Ja, genau. Ich habe eine Frage. Nochmal Thema Stammtisch. Es gibt ja zwei verschiedene Ansichten in der Partei, jedenfalls, wie ich mitgekriegt habe. Die einen wollen alles konzentrieren, zum Beispiel auf den Wendlinger. Ja. Andere wiederum meinen, wir müssen überall vertreten sein, in allen Stadtteilen Bürgernähe haben und 20 Stammtische haben. Du bist nicht Kandidat hier, du hast nichts zu melden. Das ist nicht der Kern meiner Frage. Und zwar, meine Frage ist jetzt so, hat einer von euch vor, zum Beispiel in eurem Stimmbezirk, einen Stammtisch zu gründen, damit die Bürger praktisch die Piraten hautnah erleben können oder Fragen zu machen, oder ist es ist nicht vorgesehen in eurem Wahlkampfprogramm? Arnold. Ob ich vorhabe oder nicht, ich kann nicht etwas initiieren, was ich schon initiiert habe. Tut mir leid. Es läuft schon. Stammtisch im Tirrenum ist schon. Also kurze Antwort ja und längere Antwort erstmal ein Stammtisch auf jeden Fall für Westen, also die 2 Stimmkreise und dann vielleicht auch noch 2 für 105 und 106. Ja. Also wenn ich jetzt einen Infostand Interessenten finde, dann schicke ich sie tatsächlich zum Wendlinger. Also, aber ich würde tatsächlich auch in diesem Stimmkreis, in jedem Stimmkreis eigentlich, einen Stammtisch bevorzugen. Also ich finde das sinnvoll. Da. Okay, Michelle? Ja, ihr redet also schon von Basisbeteiligung. Habt ihr denn die parteiinternen Tools schon mal benutzt? Habt ihr irgendwie schon mal Anträge eingereicht? Ja, an euch.
Also der Flo als Letzter. Okay. Ich habe noch keinen Antrag eingebracht, hatte mir allerdings darüber schon einiges angeschaut. Ich nutze gelegentlich Liquid Feedback auch eher passiv. So gesehen muss ich das alles verneinen, weil ich sie tatsächlich nicht aktiv nutze. Habe das aber vor. Also das ist tatsächlich geplant. Ich habe da auch schon momentan einen Antrag im Kopf, der aber noch nicht niedergeschrieben ist und noch nicht eingereicht wurde. Ich mag Liquid Feedback nicht, und zwar das Tool konkret. Aber ich habe es auch schon benutzt. Ich habe die Antragsfabrik vom Gerstl übernommen und muss sagen, es ist eine Saugraus. Und ich wäre sehr glücklich, wenn jemand Besseres das kann und übernimmt. Aber es macht halt dann nie jemand. Der Bot funktioniert derzeit nicht, weil die beim Wiki irgendwas anders gemacht haben. Limesurvey bin ich quasi dazugekommen wie die Jungfrau vom Kind, weil der Martin nämlich mal das irgendwie und dann Klump und Zeug. Und plötzlich habe ich dann eine Limesurvey aufgesetzt. Nein, ich benutze die Tools nicht nur. Ich muss mich teilweise auch noch drum kümmern. Hast du selber Anträge eingebracht? Ja. Ich teste das, damit es hinterher funktioniert. Oh. Ja, also ich habe auch schon Anträge. Ich habe auch schon Anträge ins Antragswiki gestellt, in die Antragsfabrik oder ins Antragsportal. Und ich glaube, es gibt alle Tools, habe ich schon mal ausprobiert und weiß ich, wie sie benutzen kann und so. Ja. Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Frage vorhin mit dem Meister-BAföG. Denn das ist tatsächlich auch in der Presse in der letzten Woche ein wenig im Gespräch gewesen. Wie ist denn die Position vom CSU-Bildungsminister und vom jetzigen Oberbürgermeister der Stadt München hierzu? Ich sage es dir ganz klar, ich weiß es nicht. Also kurz und knapp. Oder weiß es einer? Also ich habe eine Vermutung, aber ich weiß es nicht. Also zur Aufklärung, Uda hat sich natürlich dafür ausgesprochen, auch Meister-BAföG zu machen, und damit man eben das noch erweitern kann. Und dann kann der Späne nicht zurückziehen, weil dann natürlich auch die CSU die Stimmen braucht, weil es eine größere Wählerschicht ist. Also sprich, sind beide auf Wählerfang und finden beide gerade bei Meister-BAföG ganz auch klasse. Also nicht BAföG-Klasse, sondern die Abschaffung der Meisterprüfungsgebühren. Finden beide zurzeit richtig klasse. Das ist doch schön. Okay. Michelle? Ja, die Piraten, die sind alles ganz schlimme Kiffer. Wie vermittelst du das im Wahlkampf? Ich könnte jetzt tatsächlich in meinen Rucksack greifen. Ich habe mir von Emmy, der Spitzenkandidat in Mittelfranken ist, ne, der hat durchaus auch ein bisschen zu provozieren, Positionspapiere entwickelt. Ne, das sind so Long Papers, wem das was sagt, auf denen das Positionspapier zur Drogenpolitik ist. Das heißt, man kann das durchaus nutzen, um gerade mit jungen Leuten ins Gespräch zu kommen. Und dann muss man aber halt schauen, dass man halt klarstellt, dass es eben nicht jetzt darum geht, dass irgendwie Kiffen zu legalisieren, weil es total toll ist, sondern einfach, weil es sinnvoll ist. Und halt auch mit dem Vergleich mit Alkohol kann man das auch gerade in Bayern vielleicht bei Leuten erklären, wenn man sich anschaut, was beim Oktoberfest für Straftaten Jahr für Jahr passieren und so, kann man dann vielleicht eher sagen, wäre es denn jetzt so schlimm, wenn in irgendeinem Café Leute auch kiffen. Aber ja, also ich... So, war das nur an mich oder war das an alle? Entschuldigung. Ja, weil Drogenpolitik dein Lieblingsthema ist. Schon klar. Dachtest du, geht's nur an dich. Also, zunächst einmal, ich denke, wir brauchen eine sinnvolle Drogenpolitik, und deswegen kann man auch an den Infoständen durchaus verkaufen, wenn man zum Beispiel das Beispiel bringt, in Wien gibt es das Testen von Ecstasy oder ähnlichen Drogen. Einfach nur, um sicherzustellen, dass da kein Arsen oder sonstige Gifte drin sind. Das geht in Bayern nicht, das ist in Bayern verboten. Das heißt, eine sinnvolle Drogenpolitik, die auch Leben schützt, kann sinnvoll sein. Und das, was wir haben, ist keine sinnvolle Drogenpolitik. Und deswegen hat es mit Kiffertum, dass die Piraten Kiffer sind, gar nichts zu tun. Wir Piraten stehen für eine sinnvolle Drogenpolitik. Und zwar in jeder Hinsicht. Ja, das stimmt.
Das tue ich auch. Nein, das Problem ist, bei den Piraten wurde oft dieses portugiesische Prinzip vorgeschlagen und auch immer wieder befürwortet. Ich kenne ein paar Portugiesen, die haben da momentan ganz andere Probleme. Die haben wirklich Schwierigkeiten mit dieser ganzen Regelung, die sie da eingeführt haben. Ich denke, ich bin mir nicht über alle Vorschläge, alle Positionen bekannt, aber soweit ich weiß, müsste man da wirklich sehr, sehr ernsthaft darüber nachdenken. Ich stehe, also vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach bisher stets drogenfrei war und auch damit keinerlei Berührung habe, aber ich stehe tatsächlich ein wenig außerhalb dieser Meinung. Ja. Thomas? Ja, eine Frage habe ich noch. Der Bayerische Landtag zeichnet sich gegenüber allen Länderparlamenten durch eine besondere Eigenschaft aus. Und zwar ist es gibt einen Ausschuss in Bayern nicht, der in allen anderen Parlamenten ist. Weißt du, welcher das ist? Es gibt einen Ausschuss im Bayerischen, also es gibt im Bayerischen Landtag einen Ausschuss nicht, den es in allen anderen Länderparlamenten gibt. Ach so. Nee. Ich sag dir auch gleich, warum ich das frage. Du weißt es nicht. Nee. Das ist der Sportausschuss. Ja. Ich bin also nämlich explizit. Sportfunktionär. Explizit Sport. Explizit Sport. Okay. Bayern hat keinen eigenen Sportausschuss. Hm. Ja, der ist ja mit Jugend und unseren Bildung kombiniert. Der hängt damit drinnen. Und das halte ich als Sportfunktionär für einen ganz großen Schwachpunkt in Bayern. Ich würde mir wünschen, dass auch der Sport, in dem wahnsinnig viele Menschen ehrenamtlich tätig sind, einen großen Teil der Jugendarbeit landen dort vertreten. Ich stimme dir da voll und ganz zu. Also ich habe mich auch sehr gefragt, warum gerade dieser Sportbereich damit in diesen Jugend und Bildung mit reingesetzt wurde, habe ich nicht ganz verstanden. Ich meine, mir sind die Verbindungen schon bewusst, aber ich habe nicht verstanden, warum es so explizit, warum es so direkt kombiniert wurde. Ich denke, dass das ein spezieller Ausschuss, ein expliziter Ausschuss Sport sinnvoll ist. Also auch gerade in Bayern, wo wir doch... Ja. Ja. Wir haben einen Georg-Tag auf Schließung der Rednerliste. Wer ist dafür? Du bist nicht stimmberechtigt dran. Das ist okay, okay, dann ist die Rednerliste geschlossen. Wir stellen weiter drauf. Wir sind im Hasenbergel. Wer darf in Deutschland eurer Meinung nach Wahlrecht haben auf Landesebene? Und habt ihr generell irgendwie schon mal an Demonstrationen für die bessere Asylpolitik jetzt teilgenommen, aktuell? Dann gehe ich einfach mal. Und wie wichtig ist das Thema jetzt für den Wahlkampf in eurem Bezirk? Meine persönliche Meinung ist tatsächlich, dass diese ganze Geschichte etwas verbessert gehört, ganz dringend. Ich glaube auch, dass, also zunächst einmal die Asylgeschichte, dass es jetzt mal ganz sozial aus dem Ruder läuft, ist die eine Sache. Wahlrecht ist halt die Frage. Ich glaube, dass jemand, der 5 Jahre lang in Deutschland gelebt hat und hier auch, also gerade auch, wenn man Kinder hat und die dann hier auf eine deutsche Schule gehen und so weiter, dass sie sich für gewöhnlich auch schon zumindest als halb integriert sehen. Also ich sehe das oft, auch bei Asyl. Gott sei Dank habe ich nicht so viel Kontakte zu richtig bösen Asylfällen. Also, ich bin auf jeden Fall dafür, dass das Wahlrecht für solche Leute irgendwann eingeführt wird, wobei ich glaube, dass es nicht möglich ist, ohne tatsächlich die deutsche Staatsbürgerschaft auch anzubieten. Allerdings auf einfachen Wege. Ich glaube, dass die Staatsbürgerschaft, der Staatsbürgertest teilweise wirklich nicht schaffbar ist, also selbst für viele Deutsche nicht. Ich habe den auch mal mitgemacht aus Spaß und ich hätte ihn zwar knapp bestanden, allerdings nicht wirklich gut, also... Und das wundert mich, weil ich eigentlich nie Probleme mit Deutsch oder so hatte. Also, ja.
Danke für die Frage, Michelle. Das Wahlrecht ist ab 18 und halt mit deutscher Staatsbürgerschaft. Ich bin gespannt, was in Bochum rauskommt. Ich denke, dass das ein Antragsthema ist, das da behandelt werden könnte. Und ich bin da prinzipiell absolut dafür, das Thema das Alter zu senken und kann mir auch vorstellen, zum Beispiel, dass man sagt, wer wie im Kommunalrecht, wer eine bestimmte Zeit hier wohnt, kann auch mitwählen. Bei den Soli Refugee Camps war ich leider nicht dabei, finde dieses Thema aber unheimlich wichtig, ist auch im Thema Soziales und Arbeit und würde das auch als einen Schwerpunkt gerne setzen, auch im Wahlkampf speziellen, weil wir gerade auch jetzt irgendwo in Landshut hat jetzt auch ein Asylbewerberheim gebrannt und die CSU fährt teilweise ganz schön harsche Rhetorik auf. Ich finde, das wird bestimmt ein Thema werden, leider im Wahlkampf. Meine Frau hatte das Wahlrecht nicht. Ich bin zur Wahl gegangen, sie nicht. Das lag schlichtweg daran, dass sie noch nicht eingebürgert war. In der Zwischenzeit darf sie mich wählen, wenn ich denn aufgestellt werde. Das Asylrecht, ich war nicht auf den Refugee Camps, das hatte gesundheitliche Gründe, ich war krank. Aber Michelle interessiert das, glaube ich, auch nicht weiter, weil sie ist ja weg. Insofern. Okay, alles klar. Ja, okay. Okay, dann danke ich euch für Antworten und übergebe an Markus. So, dann kommen wir wieder zum formellen Teil. Möchte noch jemand einen Kandidaten vorschlagen oder selber kandidieren? Dann wäre jetzt die letzte Möglichkeit dazu. Okay, ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann ist die Kandidatenliste geschlossen. Dann haben wir hier, gibt es danach gleich diesen Stimmzettel. Da stehen die Namen der drei Kandidaten drauf und jeweils vorne ist eine Möglichkeit, ein Kreuz zu machen. Wir stimmen mit Approval Voting ab. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr alle Kandidaten ablehnt, kein Kreuz machen. Wenn ihr nur einen Kandidaten gut findet, nur bei einem das Kreuz machen. Wenn ihr mehrere Kandidaten gut findet, könnt ihr auch bei mehreren Kandidaten das Kreuz machen. Sprich bis maximal drei Kreuz, weil wir drei Kandidaten haben. Ihr bekommt dann gleich hier vorne von mir und vom Wahlhelfer die Stimmzettel ausgeteilt. Dazu brauchen wir die Stimmkarten. Und im Anschluss daran werden wir hier vorne dann auch die Stimmzettel hier wieder entgegennehmen. Und dann könnt ihr sie in die Urne schmeißen. Darf ich bitte kurz um Ruhe bitten? Danke. Des Weiteren, es ist natürlich eine geheime Wahl. Das heißt, ihr habt auch die Möglichkeit, im Nebenraum oder draußen im Vorraum eure Stimme so abzugeben, dass euch nicht 10 Leute über die Schulter schauen. Nutzt die Chance, wenn ihr die wahrnehmen wollt, weil das ist euer gutes Recht. Okay, das war's soweit von mir. Gibt es noch Fragen bezüglich des Wahlverfahrens? Okay, ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann, wer war Herr Wahlhelfer? Das war die Gabi, ich habe Wahlhelfer. Ah, okay. Dann gibt es jetzt hier die Das ist die Frage, ob ich das tue. Das ist die Frage, ob ich das tue.
Du darfst natürlich freiwillig dein Wahlgeheimnis lockern. Warte mal. Ja, Wahlgeheimnis sind nicht öffnen. Okay. Also man sieht, die Folie ist leer und der Wahlgang wird jetzt eröffnet. Genau. So. Genau, jetzt wird eigentlich die Ärmel geputzt. Alle, kannst du schon auswechseln? Wenn ich jetzt noch rauchen würde, dann wäre jetzt eine Zigarette. Keine Aufgaben. Das ist immer jede Kandidatur, ist im Grunde je nachdem. Selbst wenn sie nicht würde der Rest sein. Genau. Kommst du danach mit zu unserem Stand? Was? Ich schau mal. Ich kämpfe gerade. Du kämpfst gerade. Einer darf noch. Ich mach meine Liste. Wir haben noch nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht mehr so gut bin.
Gut, wir haben ein Ergebnis, glaube ich. Ja. Ich würde schon Wahlkampf machen für mit den Behinderten, aber den kenne ich gerade nicht. Brauchen wir noch Position? Also, die Leute haben wir bisher so gar nicht. Ja. Da können wir schlecht weitermachen. Aber das ist eigentlich alle gemeinsam wieder. Da in die Einrichtung, weil wir auch in der Lösung bei mir Schüler waren. Also, ich habe mal diese Kunsttherapie angebracht. Ja. Drauf schauen. Die Spannung muss ja halten. Ich glaube, die Raucher brauchen halt immer noch diese. Die haben so viele E-Dampfer. Du musst vielleicht wieder etwas mehr. Ja, ich hab's draußen, wollte ich nicht ganz so viel. Okay. Meditation beendet. Okay, dann darf ich das Ergebnis verkünden. Wir hatten 8 akkreditierte Piraten. Es wurden 8 Stimmzettel abgegeben, alle waren gültig. Es war kein Stimmzettel leer. Auf Kandidaten Nummer 1, Michael Nicolai, entfiel eine Stimme. Auf Kandidat Nummer 2, Florian Deißenrieder, entfielen 5 Stimmen. Auf Kandidat Nummer 3, Arnold Schiller, entfielen 6 Stimmen. Damit ist Arnold der Landtagskandidat. Arnold? Herr Höflichkeit halber, willst du dir mal ran? Ja, das mache ich jetzt. Gut, damit es endgültig wird. Achtung! Einen haben wir noch. Ich frage die Versammlung, hat irgendjemand Einwände gegen diese Wahl? Will irgendjemand Einspruch erheben? Ich sehe, das ist nicht der Fall und gratuliere Arnold ganz herzlich zu seiner Direktkandidatur für den Stimmkreis Mosach. Und schließe hiermit die Versammlung. Um 8 Uhr geht's weiter.
Dann beschließe ich, es ist 20 Uhr. Ich darf euch recht herzlich zur Aufstellungsversammlung für die Bezirkstagswahl im Jahre 2013 für den Stimmkreis 105 Mosach begrüßen und eröffne hier mit dem Namen des Kreisverbands München die Versammlung. Zunächst auch hier die Frage, bestehen Einwände gegen die Akkreditierung irgendeines Piraten oder hätte irgendein Pirat akkreditiert werden sollen, der nicht akkreditiert wurde? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Wir brauchen eine Versammlungsleitung. Irgendwie wurde ich schon wieder vorgeschlagen. Besteht Einverständnis? Wir haben die gleichen Stimmkarten wie vorher. Einverstanden? Gegenstimmen? Gut. Wir machen es jetzt negativ. Wir brauchen Geschäftsordnung und Wahlordnung. Das sind die gleichen wie vorher. Wir haben die einheitlich. Gegenstimmen? Gut, dann nehmen wir die gleiche Geschäftsordnung und Wahlordnung. Die Öffentlichkeit wird wieder zugelassen, ebenso der Stream. Gegenstimmen? Sehr schön. Wir brauchen einen Wahlleiter. Ich schlage mal wieder Markus vor. Einverstanden? Okay, Gegenstimmen? Markus, du bist Wahlleiter. Herzlichen Glückwunsch. Wir brauchen auch noch einen Protokollführer. Markus macht das spitze. Einverstanden? Ja? Okay, haben wir Gegenstimmen? Gut. Markus, du hast den Job als Protokollführer. Wir benötigen wieder zwei Zeugen, die den ordentlichen, ordnungsgemäßen Ablauf der Versammlung bestätigen an Eide statt. Michelle und Tine. Also idealerweise aus der Versammlung. Okay, Tine und Holger. Einwände gegen die Zeugen? Negativ. Gut. Wir benötigen einen Wahlhelfer. Michelle? Einwände gegen den Wahlhelfer? Beziehungsweise die Wahlhelferin, bevor ich wieder Beschwerden kriege. Alles klar. Gut, Michelle, du hast den Job. Ich liebe diesen Spruch. Wir würden gerne wieder eine Redezeitbegrenzung von 10 Minuten für die Kandidaten beschließen. Besteht Einverständnis? Wird Gegenstimmen? Nein? Okay. Damit ist die Redezeit für die Vorstellung auf 10 Minuten begrenzt. Dann darf ich die Kandidaten bitten, zu mir zu kommen. Gut. Muss vorgeschlagen werden. Zieh meine Kandidatur zurück. Okay. Ich schlag Peter vor. Okay, Peter wurde von Markus vorgeschlagen. Was? Wolltest du die andere 6 Oh, das andere. Ja. Du kriegst du was von mir? Ja. Gut. Haben wir noch weitere Kandidaten? Okay. Passt, oder? Brauche ich nicht mehr ausfüllen. Oder muss ich das andere ausfüllen? Hier wird einfach vorgeschlagen. Doch, sie sagen, komm, Doch. Das ist okay. Du für deine Ecke setzt dich da. Es ist schade, dass ich die Ansprache zur Spenden muss ich schon gemacht haben. Das dauert jetzt noch eine Minute, das muss ich vorstellen. Er braucht einen Gegner. Dann nutze ich die Weile die Chance noch. Mach eine Ankündigung. Und zwar ist am 4.12. eine außerordentliche Bürgerversammlung für die Stadtteile 10 Mosach, 11 Milbertshofen am Hart, 12 Schwabing Freimann und 24 Feldmoching Hasenberge. Das ist nämlich, das sind genau die Stadtteile, die von diesem Stimmkreis betroffen sind. Und zwar geht es da um das Thema Verkehrskonzept für den Münchner Norden. Also wer Interesse hat, soll da bitte gerne mit hingehen. Das hat auch was mit Bürgerbeteiligung zu tun, weil da habt ihr alle Einfluss und könnt mitbestimmen. Ich hänge das dann an die Pinnwand, da kann sich sie dann noch genauer anschauen. Ich habe auch noch einen Hinweis für die, die...
Ich möchte an der Stelle nochmal bitten, die Vorstellung der Kandidaten und wenn die Kandidaten befragt werden, ein bisschen Ruhe zu halten, die internen Gespräche zu begrenzen. Es hat einfach was mit Respekt gegenüber den Kandidaten zu tun. So, Peter, dann schieß los. So, hallo zusammen, mein Name ist Peter Bauer, bin 47 Jahre alt, Vater von 2 Kindern, Tochter ist 24, der Sohn ist 5. Ja, puh. Ja. Arbeite beim Bayerischen Roten Kreuz als Rettungsassistent, habe im zweiten Bildungsweg am Gymnasium das Abitur gemacht und Geschichte studiert. Wie kam ich zur Politik? Ewig zu Hause meckern, beim Stammtisch meckern, Freunde meckern und nichts verändern, war nicht meine Erfüllung auf Dauer. Also war ich der Meinung, du musst was ändern, musst zu einer Partei. Und da haben sie die Piraten angeboten, weil die anderen etablierten Parteien flexibel sind wie ein Bleiblock, also so gut wie gar nicht. Und warum kandidiere ich für den Bezirkstag? Erstens, weil ich gefragt wurde, dann habe ich lange überlegt, ob ich es machen soll oder nicht. Bin ich in mich gegangen, ob das von der Arbeit her geht, ob das vom Privaten her geht und ob das finanziell geht. Das Ergebnis, ich stehe hier und bewirb mich für einen Bezirkstag. Ja, und ich dachte, das war jetzt so zur Person und ich denke, die Fragen kommen alle noch. Mach mal, fang an zum Grillen. Ich mach's kurz. Gut, Peter, sage ich danke. Dann eröffne ich damit die Fragerunde. Alex, du wirst es nicht glauben, Michelle war schneller. Weißt du, wer in den anderen, Stadtbezirken für den Bezirkstag kandidiert bisher? 101 weiß ich, das ist der Herbert. 102 die Gabi. 103 Marion. 104 weiß ich auch, aber da fällt mir der Name nicht ein. Und die anderen? Ist gut. Weiß ich noch nicht. Ihr kennt euch aus der Bezirkstagspolitik. Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, bei der AG Bezirkstagspolitik war ich kein einziges Mal, weil mir hauptsächlich mit der AG Kommunalpolitik befasst. Das Einzige, was wir mal gehabt haben, war so eine gemeinsame Sitzung. Okay. Alex? Was möchtest du im Bezirkstag machen? Was will ich? Also, ich könnte mich aufgrund von meinem Beruf her sozialpolitisch engagieren, wobei ich bei mir eigentlich der Trend zur Kulturpflege, Denkmalpflege ein bisschen mehr ist, weil das wird schon von den anderen Kandidaten sehr belegt, das soziale Thema und Psychiatrie. Was denkst du, was kannst du für Mosach und Hasenberge erreichen, was mit den Problemen, die du im Bezirkstag angehen kannst? Also, gute Frage, weil ich bin also im Moment noch vorläufiger Vorstand der Ortsgruppe Wasserwacht Lerchenauer See. Und wie du vorher schon gesagt hast, zum Beispiel die Himmelschlüsselstraße, der Bahnübergang, ist zwar ein kommunales Thema, aber vielleicht kann man argumentativ ein bisschen im Stadtrat was mit einbringen. Was haben die Piraten bisher im Bezirksprogramm drinstehen? Also wir haben, die Piraten haben Anträge gestellt für einen Landesparteitag, zum Beispiel Wahlrecht für EU-Bürger. Also haben es drin stehen, dann Hospize zum Beispiel, dass die dezentralisiert werden, dass aufs Land Arras kommen und Kinderhospize, da haben wir nämlich in Bayern, in Oberbayern überhaupt keins. Ist zwar nicht beantwortet deine Frage, ich weiß. Aber. Peter, du hast ja einen sehr stressigen Job beruflich. Du bist auch zeitlich sehr eingebunden. Wie schaffst du das mit deinem Beruf? Also ich habe vorhin schon mit meinem Arbeitgeber gesprochen. Da hat man gesagt, zur Wahlgangs
zur Wahlkampfphase stellt er mich frei. Ich brauche bloß einen Tag in der Woche arbeiten. Oh Gott, jetzt habe ich meine Frage vergessen. Jetzt muss jemand anders, ich habe gerade... Das hat mich nicht rausgebracht. Wir haben bisher die Bezirkstagsleute den piratischen Punkt Transparenz in die Anträge reingebracht. Gibt es zum Beispiel einen Antrag für einen Landesparteitag, dass die Transparenz aufgenommen werden soll? Weiter. Holger? Wie würdest du als Mandatsträger für dich Transparenz umsetzen? Für die Bürger und auch für die Parteimitglieder? Also du meinst, wie würde ich denn umsetzen? Bei deiner Arbeit. Ja. Bei meiner Arbeit, die Transparenz. Also ich würde die Basis und die Parteimitglieder einbinden. Über Pirate-Feedback, Leadback-Feedback. Und ich würde auch meine Nebeneinkünfte offenlegen. Da habe ich gar kein Problem. Das wäre zwar dann 5, ich habe 5 Euro im Lotterie gewonnen zum Beispiel. Also das Oberbayern ist groß. Wen kennst du in den anderen Regionen jetzt in Oberbayern? Also wo kommst du da hin? Weißt du, wie weit also, du hast bis zur weitesten Grenze so mit dem Auto und sowas? Hast du überhaupt ein Auto, mit dem du da auch hinkommst? Ich persönlich habe kein Auto, kann aber jederzeit das Auto von meinem Vater benutzen, weil der nämlich nicht mehr fährt. Und Oberbayern ist groß. Das geht vom Berchtesgadener Land rauf bis Ingolstadt. Also ich lebe seit 47 Jahren, seit meiner Geburt in Bayern. Also ich kenne mich da schon ganz gut aus. Ja, scheint, als hätten wir einen Georgentag auf Schließung der Rednerliste. Scheint, als hätten wir Vorstimmen, Gegenstimmen. Eine? Dann ist dieser Antrag angenommen. Und ich beende hier mit der Fragerunde. Der wird zur Bierdringer. Du darfst dir leider keine Frage stellen. Auch wenn er noch nicht so weit ist, übergebe ich dann hiermit auf Markus. Ja, beziehungsweise er braucht schon 2 Minuten. Wenn noch irgendjemand... Ja! Wir haben noch eine Ankündigung. Nadine, dein Job. Donnerstag. Ja. Jetzt er rück raus. Aber raus jetzt. Rück raus, ich bleibe hier sitzen. Also am Donnerstag ist der 15. November, das ist der Tag des inhaftierten Schriftstellers. Da ist am Max- oder Freitag? Max-Josefsplatz. Also vor der Oper eine Kundgebung angesagt und zwar um 19 Uhr. Mhm. Wer Bock hat, darf Gedichte lesen. Alle Grüße. Hast du eine eigene und eine Demo? Oder kein Bock hat zum nächsten Tag zuhören. Ja. Hast du eine Liste, wo man sich eintragen muss? Oder geschieht das spontan? Das zugeteilt ist. Okay. Achso, es sind Fremdgedichte. Das wird so Slam Poetry mäßig. Oder den inhaftierten Schriftstellern zu gedenken und auf das Problem aufmerksam zu machen. Richtig. Ja, wir wollten eigentlich Herrn Stachus. Und Frau Feier hat uns dann vor die Oper verbannt, worüber wir jetzt sehr traurig sind. Wobei ich schon traurig bin, weil der Grund, warum wir nicht am Stachus sein können, wahrscheinlich wieder die Freiheit ist. Opa ist Stachus. Weiß ich jetzt nicht. Ohne kein Hinweis. Dann wieder die Frage an alle. Möchte noch jemand kandidieren oder einen Kandidaten vorschlagen? Dann wäre jetzt die letzte Möglichkeit dazu. Okay, ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann ist die Kandidatenliste offiziell geschlossen. Wir haben einen Kandidaten, Peter Simon Bauer. Ihr bekommt
nachher gleich diesen Stimmzettel ausgehändigt, wenn ihr mit der Stimmkarte vor zu mir und zu Michelle kommt. Hier habt ihr wohlgemerkt unten den Namen draufstehen und könnt oben mit Ja oder Nein ankreuzen. Bitte nur eins der Felder ankreuzen und ich glaube, es ist klar, dass es Ja bedeutet, dass ihr zustimmt, dass ihr Peter als Kandidaten für den Bezirkstag haben wollt. Genau. Gibt es noch Fragen zum Ablauf, Wahlverfahren? Okay. Dann teilen wir jetzt Stimmkarten aus und ihr habt dann wieder draußen oder im Nebenraum die Möglichkeit, geheim abzustimmen. Okay. Darf ich kurz um Aufmerksamkeit bitten? Dankeschön. So, wir hatten 7 Akkreditierungen.
8 akkreditierte Piraten, von denen nur noch 7 da waren, möchte ich anmerken. Es wurden 7 Stimmzettel abgegeben, davon waren alle gültig und keiner war leer. Mit Ja haben gestimmt 5 Personen, mit Nein haben gestimmt 2 Personen, damit ist Peter der gewählte Direktkandidat. Peter? Das finde ich gut. Ich darf noch kurz die Versammlung fragen. Noch ist er nicht Kandidat. Es fehlt noch eine Frage. Möchte irgendjemand die Wahl anfechten? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Herzlichen Glückwunsch, Peter. Du bist unser Bezirkslagskandidat. Darf ich dir gratulieren und die Versammlung schließen? Wer kommt noch mit ins Tirreno?